Gute Wie und herzlich willkommen hier aus der PSD-Bank-Arena aus Frankfurt-Bornheim. Mein Name ist Jörg Meyer, heute ganz gewohnt, wie immer. Und wir werden heute diesen Nachmittag zusammen verbringen beim Spiel des FSV Frankfurt gegen den Dorfclub aus Groß-Asbach. Es spielt heute der 13. gegen den 11. Es ist ein Mittelfeldduell mit eher Blick nach unten. Asbach hat einen guten Saisonstart hingelegt. Die letzten drei Auswärtsspiele gingen aber allesamt verloren. Der FSV nach dem Trainerwechsel noch so ein bisschen im Auf und Ab Niederlage in Steinbach gehabt, glücklich unentschieden gegen Gießen gespielt. Es ist irgendwie mehr drin momentan eigentlich und die Punktausbeute fehlt aber noch, aber hoffentlich wird das heute uns gelingen, hier drei Punkte einzufahren. Ja, es ist mittlerweile Ende Oktober geworden. Ihr seht, ich bin hier in Jacke, in Mütze, in Schal, um das Wetterchen hier, dem Wetter heute ein bisschen entgegenzuhalten. In Bornheim ist es bewölkt bei, ich würde so sagen, 12 Grad Celsius ungefähr. Ja, wir erwarten heute nicht nur die Sonne und Groß-Asbach, die wohl in einer Vollsperrung standen auf der A5, aber ich habe die Mannschaft gerade schon hier auf den Rasen kommen sehen, die haben es wohl doch noch pünktlich geschafft. Das heißt, wir rechnen hier auch mit einem Anstoß um 14 Uhr. Und schauen mal, welche Aufstellung sich ergeben wird. Wir haben noch keine Aufstellung hier vor Ort. Ansonsten können wir sagen, dass gleich Michael Görner, der Vereinspräsident, zu uns zum Interview kommen wird. Und später kommt Ihab Dawisch und wird das Spiel zusammen mit mir hier kommentieren. Ist natürlich immer besser, wenn man zu zweiter ist. Dann müsst ihr nicht die ganze Zeit nur mich ertragen. Ja, der FSV hat in Steinbach 3:1 verloren gegen den Tabellenführer. Hat vor allem eine interessante Doppel-6 gespielt aus Budenski und Franjic. Das ist vielleicht heute auch wieder eine Option. Manga Fitch wurde ja in der Bild-Zeitung mit einer Gummibärentüte in Verbindung gebracht, für alle, die das verpasst haben. Das war sehr amüsant für alle, die Beteiligten da kannten. Schauen wir, ob er heute wieder spielen wird. Er hat noch nicht so viel Einsatzzeit gehabt in dieser Saison. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen mehr. Genau. Ansonsten erwarten wir die Mannschaft von Steffen Weiß, dem Gästetrainer, der zum Saisonwechsel das Traineramt da übernommen hat in Groß-Asbach. Und hier seht ihr auch schon in der Aufnahme den wunderhübschen Rasen, der wie weiterhin in einer sehr guten Qualität ist. Die Rasenneuverlegung hat ihm wirklich gut getan. Es gibt auch schon einzelne Blätter hier. Auch bei euch zu Hause werden die Bäume die Blätter verlieren und ein paar hat es hier Richtung Nordtribüne geweht. Genau. Die Asbacher haben zuletzt gespielt gegen Stuttgart 2, das ist die Mannschaft von Notnagel und Bazzoli, wir erinnern uns, die wir als nächstes spielen werden, und zwar am kommenden Dienstag.
Da haben sie unentschieden gespielt, obwohl sie in der Pause geführt haben, haben sich darüber wohl auch sehr geärgert. Also Steffen Weiß war da in seinen Aussagen sehr deutlich, ah, das Spiel war ärgerlich, dass wir es noch abgegeben haben. Davor hat man aber auch in Steinbach verloren, genauso wie der FSV jetzt letzte Woche in Steinbach verloren hat. Und davor hatten wir das Unentschieden gegen Gießen, das ihr bestimmt hier auch auf diesem Ligenstream oder auch später auf YouTube angeguckt habt und nochmal angeschaut habt. Das wäre gut. Dann, die Regie sagt mir gerade, die Steinbach-Highlights liegen vor und die werden wir jetzt, er sucht sie noch, er wird sie noch finden. Und dann danach mit Michael Görner hier das Interview, er sitzt ja auch gleich schon neben mir bereit. Kommen wir nun zu den Highlights vom Spiel gegen Steinbach. Bis gleich. Ja, und hier sind wir wieder. Willkommen zurück aus der PSD Bank Arena. Neben mir jetzt der Vereinspräsident Michael Görner. Grüß dich erstmal, Michael. Hallo, Jörg. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier vor dem Spiel Rede und Antwort zu stehen. Erstmal, wir haben gerade die Szenen aus Steinbach gesehen. Ich nehme an, du warst da. Ja, Wie hast du das Spiel denn so empfunden? Ja gut, ich denke, dass Steinbach der erwartet schwere Gegner war. Die waren einfach besser als wir, wobei wir sicherlich nach dem Anschlusstreffer auch eine sehr gute Phase gehabt haben, ein bisschen, ich sag mal, Spielglück, und dann kann man da sicherlich auch was holen. Wir müssen uns, auch wenn wir so
jetzt nicht so toll dastehen. Wir müssen uns unter keiner Mannschaft verstecken. Aber im Moment sind halt eben so die Kleinigkeiten, die nicht so funktionieren. Und dann geht so ein Spiel dann auch verdienterweise verloren. Ja, es ist ja sowieso eine ziemlich verrückte Liga. Also ich habe gestern Ulm gegen Barling ein bisschen verfolgt, wo wir Barling hier ja empfangen haben und die 4-0 geschlagen haben. Und dann fahren die nach Ulm und gewinnen in Ulm, was für mich, was ich gar nicht auf dem Zettel hatte im Vorfeld. Ja. Und ich glaube, das ist auch diese Liga an sich. Also Schott hat auch Offenbach geschlagen. Verrückten Nummern. Reden wir ein bisschen über den FSV und die anstehende Jahreshauptversammlung. Der Termin wurde ja jetzt rausgegeben am 23. Das ist ein Dienstag um 19 Uhr hier. Mhm. Jahreshauptversammlung, letztes Jahr gab es, glaube ich, keine wegen der Corona-Pandemie. Ja, wir hatten letztes Jahr überlegt, ob wir, wie alle zwischenzeitlich, ob wir eine Online-Veranstaltung machen. Es ist aber so, aufgrund unserer Mitgliederstruktur, da haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass das eigentlich keinen Sinn macht. Wir haben gesagt, wir verschieben die Jahreshauptversammlung. Dann hatten wir ja im Frühjahr nochmal die schwierige Situation mit Corona. Und dann war es dann im Sommer mit den Sommerferien, dass wir gesagt haben, also jetzt müssen wir dann halt einfach wieder die regelmäßige machen. Dann ist er halt einmal ausgefallen. Corona ist natürlich, war eine besondere Situation, ist eine besondere Situation und das trifft dann auch unsere Jahreshauptversammlung. Genau, du bist ja der Vereinspräsident, also der, dem die FSV Fußball GmbH hier angeschlossen ist, die ja den Spielbetrieb hier hat. Kannst du uns da nochmal ein bisschen dieses Konstrukt vielleicht einführen? Ja, das ist relativ einfach. Wir unterscheiden ja beim FSV vier Bereiche. Zwei Bereiche gehören zur GmbH, zwei Bereiche zum e.V. Wir sind, für die meisten werden es wissen, wir sind ja quasi ein reiner Fußballverein mit einer aktiven Tennisabteilung. Wir haben 2007 nach den DFB-Empfehlungen die erste Mannschaft ausgegliedert in eine GmbH. Das hat einfach organisatorische Gründe, auch so ein bisschen Absicherung, wenn eine GmbH insolvent geht beispielsweise, dass nicht der Vereinsbetrieb gefährdet ist. Also wie gesagt, seit 2007, 2008 ist die erste Mannschaft ausgegliedert in der GmbH. Heute ist es so, dass wir im Verein einmal das Nachwuchsleistungszentrum eingegliedert haben und auch die Fußballschule, die FFH Fußballschule, die meisten werden das ja kennen. Jetzt hatten wir gerade wieder unsere Ferienkurse mit über 500 Kindern in den verschiedenen Standorten. Und in der GmbH sind zwei Geschäftsbereiche. Das eine ist tatsächlich die erste Herrenmannschaft. Und das zweite, was viele nicht wissen, wir sind ja nicht nur Mieter des Stadions, sondern wir sind auch Betreiber der PSD Bank Arena, sodass wir hier auch unterschiedliche Veranstaltungen durchführen, sei es kleinere Veranstaltungen im Businessbereich, in den Logen, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, IHK, Speed-Dating für Berufsanfänger und, oder größere Veranstaltungen, EZB, Sommerfest hier, Fußballcup, also eine ganz breite Palette eigentlich an Veranstaltungen, die wir hier durchführen. Genau, und es gab ja zwei große Mieter noch während des Sommers hier, die Universe und die Galaxy. Die einen haben die Klasse gehalten, die anderen konnten sogar die europäische Meisterschaft gewinnen. Hast du da viel geguckt? Ich habe dieses Jahr tatsächlich gar kein Spiel geguckt, sonst war ich immer da. Wir hatten einfach auch zu viel zu tun. Ich war ja auch immer mit der ersten Mannschaft unterwegs, das hat sich dann immer ein bisschen überschnitten. Aber trotzdem verfolge ich das natürlich. Ist für uns wichtig, wie gesagt, als Betreiber, dass wir hier auch die Arena auch an weitere Mannschaften vermieten können. Insofern waren wir froh, dass das auch Universe dieses Jahr das hier probiert hat, dass die Galaxy so erfolgreich war. Ist natürlich auch schön, insbesondere für ganz Frankfurt auch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir neben dem Fußball auch noch andere Veranstaltungen, ob das jetzt die United Volleys sind, ob das die Eishockey Löwen sind. Also ich glaube, das tut der Stadt Frankfurt ganz gut, wenn wir hier auch ein sehr breites Spektrum haben, was wir an Sport anbieten, nicht nur aktiv, sondern auch für Leute, die Sport interessiert sind, die zuschauen müssen. Insofern ist es eine tolle Sache, dass Galaxy hier gespielt hat. Ja, Frankfurt ist ja jetzt momentan auch in der Diskussion über ein internationales Spiel der NFL. Da steht das Waldstadion zumindest zur Debatte. Ist jetzt eins der letzten drei, die da im Rennen sind. Ich fände es cool, weil ich würde auf jeden Fall mir gerne irgendein Spiel von Miami gegen Jacksonville angucken oder so. Dazu würde ich. Ja, ist ja schön, dass du Waldstadion sagst. Ich sage trotzdem ab und zu mal PSD Bank Arena zu unserem Bornheimer Hang. Ich glaube, das ist, muss dem Präsidenten, der auch so ein bisschen über die wirtschaftlichen Aspekte im Auge behält, gegönnt sein. Ja, ist tatsächlich so, dass auch wir eine Begehung hier haben werden. Also es ist auch so, dass die Mannschaften, wenn es denn hier zu einem Spiel kommen sollte, auch Trainingsstätte benötigen. Und wir sind auch angefragt worden, es wird hier eine Delegation da sein, die sich das hier anguckt, dass wir auch gegebenenfalls hier entsprechend für dieses Spiel dann hier Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und ich glaube, da komme ich vorher vorbei und gucke mir das Ganze mal an. Das wird vielleicht, glaube ich, ein großer Spaß, weil es ist ja ein riesiger Zirkus einfach, der durch die Gegend fährt. Das ist dann nochmal eine ganz andere Liga im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist absolut irre. Kommen wir nochmal jetzt zur Jahreshauptversammlung zu sprechen. Du trittst wieder an als Präsident, meines Wissens. Ja, also wir treten an. Es ist ja so,
dass nach der Insolvenz damals der Stefan Siegler und ich das hier mal in die Hand genommen haben, mit, dass wir gucken, dass wir das irgendwie wieder vernünftig zum Laufen bekommen. Ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Dann war der Reinhold Greiner ja als Vizepräsident für die Jugend auch dabei, der mittlerweile dann im letzten Jahr gesagt hat, er ist einfach, kann das nicht mehr machen. Wir haben seit letztem November dann den Robert Lemke an Bord, Geschäftsführer, Gründer damals von Ayondo in der zweiten Liga, unser Partner auf der Brust, Hauptsponsor. Der Robert macht sehr viel aktive Arbeit und wir werden uns zu dritt halt auch wieder den Mitgliedern zur Wahl stellen. Ja, dann viel Erfolg dabei. Jo. Das kann ich ja schon mal, ja schon mal so klar sagen. Die Insolvenz an sich. Ich glaube, das letzte Mal, als du hier warst, da haben wir noch über einen anderen Streaming-Dienst hier das Spiel übertragen. Da haben wir auch noch mal kurz darüber gesprochen, wie weit, also für alle, die das nicht so en Detail verfolgen, wie weit ist da der Sachstand? Ja gut, die Insolvenz liegt ja in der gefühlten Ewigkeit schon wieder zurück. Das sind ja jetzt über 4 Jahre. Das ist so, dass das komplett abgeschlossen ist. Wir haben alle Resistenten, die da noch auch, ich sag mal, im administrativen Bereich zu erledigen sind, haben wir abgeschlossen. Zuletzt auch nochmal eine Thematik, was den e.V. angeht. Das wissen die meisten nicht. Auch der e.V. war insolvenzgefährdet. Das kommt daher, dass der Verein oder die GmbH und der Verein über Jahre damals gegenseitig Schulden aufgebaut haben. Das heißt, der e.V., das ja auch auf der Mitgliederversammlung immer angemerkt worden hat, mehrere Millionen Schulden bei der GmbH buchtechnisch aufgebaut. Die kann man dann nicht einfach so ausbuchen, sondern wenn die dann ausgebucht werden, weil sie nicht einbringbar sind und auch nicht rechten sind, dann würde der e.V. praktisch einen Gewinn machen. Wenn wir praktisch mit dem e.V. einen buchtechnischen Gewinn von ein paar Millionen machen würden, dann müssten wir dafür Steuern bezahlen. So viel Steuern kann der e.V. gar nicht bezahlen, wie das bringt. Ich hole da ein bisschen aus, das interessiert die meisten nicht, aber weil du mich fragst. Mich interessiert so. Das ist halt gut. So. Und dort haben wir, das war jetzt so die letzte Resistente aus der Insolvenzabwicklung. Dort haben wir jetzt mit dem Finanzamt eine Lösung gefunden, dass eben so ein Sanierungsgewinn zwar eigentlich zu versteuern ist, aber hier haben wir eine Vereinbarung im Finanzamt getroffen, die sicherlich sowohl fürs Finanzamt als auch für den Verein eine gute ist, sodass wir auch da, glaube ich, jetzt so den letzten Baustein hinbekommen haben, mal den sowohl die GmbH als auch den Verein wieder auf richtig gute, gesunde Füße zu gehen und dass man auch nach vorne blicken kann, dass wer auch immer das hier mal übernimmt und weitermacht, dass er dann auch nicht so mit Altlasten beschäftigt ist. Werfen wir den Blick nochmal in die Zukunft. Wie du vorhin sagtest, ihr tretet nochmal an als Team hier für die Präsidentschaft. Was sind denn dann auch eure Ziele so für die nächste Amtszeit? Was ist so das? Also klar, Insolvenz ist jetzt rum, wie du es gerade gesagt hast. Was soll jetzt der nächste große Schritt werden oder das viele kleine Schritte vielleicht auch? Ja, also ich glaube, das geht ja bei den meisten Vereinen so, die sagen, ja, wir wollen eigentlich wieder eine Klasse höher spielen, wir wollen das und das und das. Wir müssen halt ein Stück weit realistisch sein, die Gegebenheiten annehmen, wie sie sind für uns konkret. Also das erste Mal, was ganz wichtig ist, es geht hier nicht um das Präsidium, sondern insgesamt um alle Mitarbeiter, die hier arbeiten. Also wir haben, das ist ganz wichtig, auch nochmal loszuwerden. Wir haben in den letzten paar Jahren hier eine tolle Infrastruktur aufgebaut, einen tollen Mitarbeiterstamm in allen Bereichen, uns auch ein Stück weit weiterentwickelt und wir werden auch in naher Zukunft dort dran weiterarbeiten. Also es geht nicht darum, jetzt nochmal 100.000, 200.000, 300.000 Euro oder jeden Euro, den wir mehr verdienen, in der ersten Mannschaft zu stecken, sondern es ist ganz wichtig, hier in die Infrastruktur zu investieren. Zweiter Bereich ist unser Nachwuchsleistungszentrum, eine ganz wichtige Baustelle. Wir sehen uns als Ausbildungsverein, als Förderverein. Das Nachwuchsleistungszentrum hat ja auch in den letzten 2-3 Jahren signifikant beigetragen zum sportlichen Erfolg der ersten Mannschaft. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal einen Spieler auch mit einer großen Transfersumme veräußern können. Also ist auch wirtschaftlich interessant. Aber da sehen wir, wie gesagt, zwei Bereiche. Einmal in die Jugend weiter zu investieren und weiter in die Infrastruktur. Dass wir natürlich den sportlichen Erfolg auch unserer ersten Mannschaft nicht aus dem Auge verlieren wollen und dort kontinuierlich uns weiterentwickeln wollen. Wir waren eigentlich der guten Meinung, wir waren der Meinung, dass wir schon ein gutes Stück weiter sind. Wir wollten dieses Jahr sicherlich erfolgreicher sein, als wir im Moment, was unser Tabellenplatz hergibt, das ist nun mal so. Aber da wollen wir auch weiterkommen. Wir haben jetzt nicht das Ziel ausgegeben, dass wir in den nächsten 2 oder 3 Jahren aufsteigen. Wir wollen auf jeden Fall in den nächsten 2-3 Jahren auch mit unserer ersten Mannschaft
attraktiveren Fußball spielen. Die Leute hier, wenn sie ins Stadion kommen, dass sie Spaß haben, dass sie das genießen, dass sie sich mit der Mannschaft freuen können und dass sie auch ein Stück weit Qualität auf dem Platz sehen. Ob das dann ein 5., 6., 7. Platz ist oder ob man mal die Chance hat, ganz oben anzugreifen und einen Aufstieg, da ist im Fußball alles drin. Aber wie gesagt, was die Zielsetzung angeht, ist im vorderen Drittel stabilisieren, die Nachwuchsarbeit fördern und ausbauen und ein Stück weit die Infrastruktur, was Personal und was die Stadioninfrastruktur angeht, weiterentwickeln. Kommen wir mal zum Sportlichen. Die Saison ist bisher nicht so optimal verlaufen. Es gab auch schon einen Trainerwechsel, den du ja mit zu verantworten hast, schlussendlich, weil du ja dann ja, der bist, der das entscheidet. Ja, also da muss ich gerade ins Wort fallen. Es ist tatsächlich so, dass der eigentliche Chef der GmbH, nicht der eigene, sondern der Chef der GmbH ist der Patrick Spengler. Aber das ist sicherlich auch ein großes Plus auch, was wir haben. Wir sehen uns hier als Team, das heißt Patrick und ich, ob das jetzt e.V. oder GmbH ist. Wir besprechen die Dinge, wir entscheiden gemeinsam, sodass wir da als Team, und das ist, glaube ich, hat uns die letzten Jahre auch sehr stark gemacht. Tolle Zusammenarbeit. Der Patrick ist ja eher der so ein bisschen im Hintergrund auch bleibt. Ich bin der manchmal ein bisschen viel babbelt, wenn ich jetzt mal auf Frankfurterisch so sagen darf. Aber das ist nur die Außendarstellung. Intern macht der Patrick einen genialen Job. Patrick ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Geschäftsführer, macht hier einen sensationellen Job. Aber zurück auf die Frage, ja, wir haben den Trainer wechseln müssen. Ja. Die Mannschaft bringt momentan nicht die Leistung, die sie eigentlich auf dem Papier bringen könnte. Also ich habe mich mit einem Kollegen aus Ulm unterhalten, der hat das erste Spiel kommentiert gehabt, den ersten Spieltag, das Eröffnungsspiel dieses Jahr, und der sagt, oh, das wird eine Konkurrenz für uns. Und auf einmal steht man irgendwie 10 Plätze hinter den Ulmern nach einer Handvoll Spieltage oder mehr als drei Handvoll Spieltagen. Ja. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass wir uns mit den Ulmern irgendwie messen müssen. Ich sage nur irgendwie, war ein bisschen wenig hier und da, ist mein Eindruck. Und wie schätzt du das ein? Was glaubst du, wie groß ist auch dein Einfluss da auf die Mannschaft? Also mein Einfluss ist da relativ gering. Wir können als Funktionäre, als Fußballfunktionäre nur das Umfeld und die Rahmenbedingungen schaffen. Das machen wir gemeinsam mit dem Tommy Brendel, der von Anfang an sportlicher Leiter war. Und letztendlich ist der Tommy dann der auch direkteren Einfluss auf die Mannschaft hat, als das der Patrick oder ich jetzt habe. Wie gesagt, wir sind unzufrieden, das ist so. Wir sind nicht glücklich mit der Situation. Es gibt sicherlich eine Menge Gründe dafür, die wir zum Institutions mal so identifiziert haben. Warum das so ist, kommt aber auch ein bisschen Pech dazu. Ich will jetzt nicht alles auf Pech schieben, aber wir hatten in entscheidenden Spielen, glaube ich, 2 der 3 gelb-rote Karten für uns, die im Nachhinein dann quasi durch eine Einspielsperre auch revidiert worden sind, dass es keine spielentscheidende Situation war, dass es kein letzter Mann war. Beispielsweise bei Astoria Waldorf hat uns das Knick gebrochen. Wir haben auch in den letzten Minuten dann nochmal einen Gegentreffer gefangen und. Also es kommen sicherlich zu doch relativ objektiven Gründen auch ein bisschen Pech dazu, wie das halt eben so im Fußball ist. Und dann steht man da, wo man jetzt ist. Wenn man sich heute die Tabelle anguckt, das ist kritisch. Das gilt es nicht schön zu reden. Mit einem Spiel mehr, wenn man guckt, wenn die anderen ihre Spiele gewinnen, stehen wir quasi auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und das ist etwas, mit dem wir tatsächlich überhaupt nicht zufrieden sind. Ja, vor allem, weil die nächsten Wochen ja schon nochmal kritisch werden. Ne? Also man spielt jetzt gegen Stuttgart, in Stuttgart, also bei Stuttgart 2, das ist kein leichter Gegner, dann spielt man noch Elversberg, dann spielt man noch die Kickers, die jetzt alle, also zum Ende der Hinrunde. Ich sag mal, die vermeintlich leichteren Gegner hatte man jetzt schon alle. Ja, aber Jörg, du hast gesagt, das ist ja das Schöne, du hast eingangs gesagt, in der Liga kann jeder jeden schlagen, insofern, also ich persönlich habe auch lieber ein Spiel hier zu Hause gegen Kickers Offenbach, als dass wir gegen jemanden spielen, der vielleicht in der im Tabellenmittelfeld oder in der hinteren Hälfte steht. Ich glaube, wir müssen auch nicht nach den anderen gucken. So wie du es gesagt hast, die Liga ist ziemlich ausgeglichen. Wir müssen gucken, dass wir in die Spur kommen. Wir müssen schauen, dass wir das spielen, was wir können. Ich glaube, wir haben letztes Jahr ein sehr ordentliches System gespielt, haben uns da auch so ein bisschen eingefuchst, haben 8 Spieler aus der ersten Elf, wenn es überhaupt so eine erste Elf gibt, behalten. 3 Abgänge haben uns dann dort auch entsprechend Ersatz besorgt, in Anführungszeichen, also geguckt, dass wir da auch wieder die Position gut besetzen. Und haben dann sicherlich am Anfang der Saison so ein bisschen was ausprobiert, mal das probiert. Und es gilt jetzt halt eben wieder die Spielphilosophie, die wir da haben,
auch wieder umzusetzen. Ich bin froh, dass wir den Thomas überreden haben können, überzeugen haben können, dass er das nochmal macht. Das ist sicherlich auch nicht einfach. Er macht ja das in Doppelfunktion als sportlicher Leiter. Insofern denke ich, dass wir da jetzt mal so den Weg ein bisschen aufgeben. Aber es wird ein schwieriger Weg. Man muss ja auch einfach sagen, es ist immer noch eine Flaschenhalsliga und man muss, glaube ich, eine ganze Saison wirklich konstant gut durchspielen, um im Aufstiegsrennen überhaupt dann mitlaufen zu können. Wir sehen es ja an den anderen Vereinen. Wir haben ja sehr potente Vereine, ob das jetzt Kickers Offenbach ist, ob das der SV Elversberg ist, Steinbach, Ulm, Homburg, alles Vereine, die eigentlich auch den Anspruch haben oder die den Anspruch haben, eine Liga höher zu spielen, die teilweise auch schon Bundesliga gespielt haben, die mit dem einen großen Hauptsponsor und dann eine ganze Menge Unterstützung von Kleinsponsoren sicherlich auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, eine sehr leistungsstarke Mannschaft für eine Regionalliga zusammenzustellen. Aber ja, die Regionalliga Südwest ist mit die stärkste Regionalliga. Es gibt nur einen Aufsteiger, immerhin einen Aufsteiger. Mhm. Wir hatten ja die Situation, dass vor zwei, drei Jahren man noch Relegation spielen musste. Insofern, ja, wollen viele. Einer wird und insofern muss man mal gucken. Wie gesagt, dieses Jahr, ich glaube, Kickers Offenbach will unbedingt hoch. Die kommen so langsam in die Spur. Ich denke auch, dass Offenbach ein Verein ist, der in der Liga höher gehört. Ja, aber es ist schwer. Es ist schwer. Ja, wir werden sie uns ja angucken können Mitte November, wenn sie hier bei uns gastieren. Ja, wie gesagt, die können aufsteigen, aber gegen uns müssen sie natürlich verlieren. Das ich freue mich richtig auf das Spiel. Ein richtig heißes Spiel im Vorfeld, habe ich da richtig. Ich werde schon Bock drauf. Ja. Weil natürlich, also letztes Jahr hatten wir hier die famose Situation, dass wir dann doch sehr lange bis zu dieser längeren Corona-Pause oben mitspielen konnten. Was einfach auch Spaß gemacht, von hier oben auch zu kommentieren. Es macht immer Spaß, von hier oben zu kommentieren, aber es ist natürlich einfach nochmal eine Ebene. Ich glaube, wir haben wirklich guten Fußball auch gespielt. Das war dann halt eben so, dass wir dadurch, dass wir die insgesamt 13 Corona-Fälle hatten im Team und im Umfeld mit der Pause, aber dass wir dann die ganzen Spiele hatten, jede Woche drei Spiele, ist natürlich viel, aber was viel entscheidender war, dass ja auch die Spieler, die dann zwar wieder genesen waren von Corona, aber eben auch gar nicht einsetzbar waren. Also wir haben ja nicht nur diese drei Wochen Pause gehabt, mit dann noch eine Woche Vorbereitung, also vier Wochen Pause und dann immer Spiel, sondern etliche Spieler aus dem Kader waren ja dann trotz allem nicht einsatzfähig. Und sicherlich haben wir nicht damit gerechnet, dass wir da Meister werden oder ganz vorne mitspielen, aber wäre halt schön gewesen, wenn wir noch ein bisschen die anderen da vorne nervös gemacht hätten. Aber wie gesagt, das war unmöglich nach dem Corona-Ausfall. Ja. Wir haben leider noch gar keine Aufstellung hier gesehen. Man sieht aber ja, wer heute so spielen wird beim FSV, weil es ja schon zwei Gruppen gibt, die sich hier warm machen, während ihr auf dem Livestream die Gäste aus Groß Asbach seht, die jetzt hier auch sich vor der Nordtribüne warm machen. Beim FSV wird also folgerichtig spielen, sehe ich zum Beispiel Kelati wird heute spielen wieder, der mir sehr gut gefällt, der jetzt auch nach seiner Verletzung wieder sehr gut reingekommen ist. Da sehen wir Asuak, der zum Beispiel spielen wird, von Schrötter. Ich habe mich lange oder häufiger schon mit dem Vater von ihm unterhalten, der Alex, Alex ein ganz grandioser Typ ist. Ja, super Kerl, ist bei jedem Spiel dabei, unterstützt natürlich seinen Sohn, wie alle Väter das machen, aber er ist mittlerweile ein richtiger FSVler, ist auch auswärts immer dabei, also ein richtig guter Typ. Ja, richtig. Ich habe mir vorhin... heute hat die U15 ja gespielt gegen die Kickers hier auf dem Rasenplatz hinter der Nordtribüne. Ich habe mir die letzten 10 Minuten angeguckt, das Spiel ging 3-3 aus. Mhm. Die Kickers hatten, also die U15 der Kickers hat wohl irgendwie alle Spiele in der Saison vorher gewonnen. Dieses heute nicht. Was ein Ärgernis für sie. Ja, war ein spannendes Spiel. Ich war auch. Ich habe dich, glaube ich, aus Entfernung gesehen. Ja, ich habe mir das angeguckt, klar. Ich versuche natürlich auch, soweit das geht, auch bei den meisten Jugendspielen dabei zu sein. Das geht natürlich nicht immer. Es ist einfach zu viel. Wir spielen ja auch in unserer 17. Bundesliga, die viel reist, die U15, mit Regionalliga, die auch von Freiburg bis München unterwegs ist. Aber wenn es denn mal geht, versuche ich da zu sein. Und das war heute ein tolles Spiel. Ich meine, das U15, das sind teilweise noch Kinder. Da gibt es noch den Unterschied in der Größe. Da haben wir einen, der ist irgendwie, der geht, ist einen halben Kopf und einen ganzen Kopf und anderthalb Kopf kleiner. Aber da wird richtig guter Fußball gespielt. Das war ein spannendes Spiel. Wir lagen mal 2-1 hinten, dann haben wir geführt 3-2 und letztendlich ging es 3-3 raus. Ich denke auch ein gerechtes und verdientes Ergebnis, aber insgesamt muss ich sagen, wirklich sehr attraktiver Jugendfußball. Also es gibt auch immer die Möglichkeit, es gibt jetzt auch wieder die Möglichkeit, sich die Jugendfußballspiele hier auch anzuschauen. Ja. Seid ihr herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Kommen wir noch heute auf das, zuletzt noch auf das Spiel hier gegen Groß Asbach heute. Was erwartest du heute für ein Spiel?
Naja, wir sind unter Druck, klar. Asbach aber auch. Die haben auch jetzt die letzten Spiele nicht so erfolgreich gespielt, aber ich denke, ich bin eigentlich guten Mutes. Wir spielen heute mit der Mannschaft, wo wir auch spielen wollen. Wie gesagt, letzte Woche mit Mangafic und mit Asuwak Ausfälle, die eben nicht so leicht zu kompensieren sind. Also wir spielen heute mit den, ich sag mal, vermeintlich stärksten Elf. Ich bin sehr optimistisch, wir haben Heimspiel. Die Zuschauer haben uns trotz der Ergebnisse bis jetzt immer gut unterstützt und deshalb gehe ich auch ziemlich positiv hier oder erwartungsfroh in das Heimspiel. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass du hier danke euch. Da warst. Wir gehen jetzt runter zu Henry Braun, denn der hat den Heimtrainer Tommy Brendel im Interview. Vielen Dank nochmal, Michael. Wir sehen uns nach dem Spiel wieder. Gerne. Tommy, 14. Spieltag. Ihr habt da, wie ich jetzt heute, Co-Kommentator bei uns oben im Livestream. Vielleicht ein kurzer Satz zu ihm. Wie geht's ihm eigentlich gerade? Ja, ich meine, ist im Aufbautraining. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang, bis er wieder zurückkehren wird. Und hätte mir natürlich lieber gewünscht, dass er heute dabei wäre. Aber ja, hat noch nicht am Mannschaftstraining jetzt teilgenommen. Also das dauert noch ein paar Tage. Vielleicht nach der Spielunterbrechung Ende Oktober, dass er nächste Spieltag dann, dass er dann wieder dabei ist. Gucken wir auf die Aufstellung. Mit Dennis Mangafic und Ahmed Asuwak kehren zwei zurück. Dafür gehen Aliou Savané und Fabian Budenski auf die Bank. Ja. Was versprichst du dir jetzt von den Zweien? Ja gut, wir müssen heute wieder das Spiel machen. Ich denke mal, dass wir am Anfang hier ordentlich unter Druck gesetzt werden, dass wir angelaufen werden. Aber dass nach 15, 20 Minuten, denke ich mal, wir so einigermaßen die Spielkontrolle haben werden. Und ich brauche dann einfach auch spielstarke Leute. Bei Aliou war es jetzt einfach so, dass ich heute nicht unbedingt die Größe gebraucht habe. Jetzt unbedingt auch kein schlechtes Spiel gemacht hat gegen Steinbach. Aber im Hinblick auf das, dass wir Dienstag wieder auch in Stuttgart spielen, habe ich mich heute dann für die Aufstellung entschieden. Und ja, Asa nach Krankheit und Manga nach der kurzen Pause wieder dabei und sollen das Spiel heute wieder ankurbeln, sollen das Spiel vor allen Dingen auch schnell machen. Ja. Es treffen jetzt wahrscheinlich zwei Mannschaften aufeinander, die nicht so ganz vor Selbstvertrauen strotzen. Glaubst du, es wird eher ein abwartendes Spiel? Gerade wir jetzt vielleicht auch nicht so die beste Phase. Groß Asbach noch schwächer zurzeit, sechs Spiele, glaube ich, nicht gewonnen. Oder glaubst du, dass es gerade deshalb relativ offen wird? Also ich glaube, dass es ein brutal intensives Spiel wird. Da bin ich jetzt fest von überzeugt. Ich glaube, dass hier keine lange Abtastphase irgendwie stattfinden wird, sondern es sind zwei Mannschaften, die aufeinandertreffen, die unbedingt punkten müssen. Und das Spiel dauert halt nur 90 Minuten. Das heißt, wir können auch keine Zeit verlieren, jetzt irgendwie uns mal hier abwarten zu verhalten, sondern wir wollen das Spiel schon bestimmen. Wir wollen das Spiel irgendwo in unsere Richtung lenken. Und da wollen wir natürlich von Beginn an dafür sorgen, dass es auch so kommt. Ja. Aber unabhängig jetzt davon, von den Ergebnissen der letzten Spiele auch, muss ich sagen, Groß Asbach ist sicherlich eine gute Mannschaft. Und wir sehen ja auch immer, wie eng die Liga ist. Ergebnisse gestern auch gesehen. Da ist jede Mannschaft auch einfach gefährlich. Und es ist nicht unbedingt an irgendwelche Negativserie jetzt festzumachen. Ja. Wenn wir kurz vorausblicken, Stuttgart 2, gegen die wir am Dienstag spielen, hat spielfrei. Ist es ein Nachteil für uns, dass die vielleicht ausgeruht in der englische Woche gehen? Das werden wir am Dienstag sehen, das kann ich jetzt momentan nicht sagen. Es kann ein Nachteil, es kann ein Vorteil sein, es kann tagesformabhängig aber trotzdem sein. Ja? Und also über das Dienstagspiel mache ich mir jetzt eher weniger Gedanken. Danke, Tommy. Gutes Spiel. Ja, gerne. Danke. Wie bitte? Und da sind wir wieder, das war Tommy Brendel hier im Vorfeld des Interviews. Und neben mir heute Ihab Davies. Grüß dich, Ihab. Servus. Ey. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Fragen mal ganz direkt, was machen die Beine so? Alles gut soweit. Bin aktuell in der Reha bei Sporek und wenn es weiterhin so gut läuft, kann ich nächste Woche einsteigen. Ja. Alles klar. Und jetzt gehen wir gleich runter, weil Steffen Weiß ist oder? Unten, der Gästetrainer. Ah, jetzt geht's und los. Jetzt geht's ab nach unten. Es gab ein paar Schwierigkeiten bei der Anreise, habe ich gehört. Stau, Vollsperrung. Beeinflusst das irgendwie eine Spielvorbereitung für Sie? Ach, wir haben eine ganz nette Essenspause heute gemacht auf der Autobahn. Also war ganz nett. Also wir haben einfach die Rasthofpause ersetzt mit der Vollsperrungspause, haben unsere Spaghetti gegessen. Von daher war das schon soweit okay. Und am Ende waren es jetzt, glaube ich, 20 Minuten nach dem festgelegten Zeitpunkt. Da ist ein bisschen Dampf jetzt drauf und so. Ist alles ein bisschen kompakter, schneller und so. Ist auch mal vielleicht ganz gut. Mal gucken. Okay. Ich habe gerade mit Tommy Brendel gesprochen und gesagt, es sind vielleicht zwei Mannschaften, die jetzt gerade nicht so vor Selbstvertrauen strotzen. Gerade Ihre Mannschaft einen richtig starken Saisonstart hingelegt, zwischenzeitlich Zweite gewesen nach 6 Spieltagen. Dann so ein bisschen eingebrochen. Was erwarten Sie heute für ein Spiel? Naja, wir wollen grundsätzlich haben wir eine ganz klare DNA, wie wir Fußball spielen wollen. Also wir wollen auch heute wieder spielerisch dominant auftreten. Absolut richtig. Die letzten 5, 6 Spiele, die waren von den Ergebnissen
ja, nicht so berauschend, muss man ganz klar sagen, aber auch dafür gibt es den einen oder anderen Grund. Ja, wir hatten eine hohe Anzahl an verletzten und angeschlagenen Spielern. Heute sind wir wieder mit 20 Mann hier zu Gast in Frankfurt. Von daher haben wir letzte Woche am Sonntag gegen den VfB schon mal wieder ein ganz gutes Spiel gemacht, wo wir leider vom Ergebnis her nicht belohnt wurden. Aber klar, wir sind heute hergekommen, um mal wieder 3 Punkte zu entführen aus Frankfurt. Ich habe mir das Spiel angeguckt gegen Stuttgart. Vielleicht beispielsmäßig mal das Tor von Ihnen. Ist es so der Fußball, den Sie sich vorstellen? Das war ja schon sehr, sehr schön rausgespielt. Absolut. Ein Wort zu Ihrem Kapitän, Joel Gerezki hier. Bekanntes Gesicht hier am Hang. Wie wichtig ist er für Ihre Mannschaft? Naja, er ist ja von uns als Kapitän ausgewählt worden vor der Saison. Ja, das unterstreicht seinen Stellenwert. Muss man auch fairerweise sagen, die Spiele, wo er jetzt für uns verletzungsbedingt nicht auf dem Platz stehen konnte, die waren jetzt mitunter punktetechnisch nicht so erfolgreich. Also ich glaube, das sagt schon alles zu dem Spieler aus, zu Joel. Ist ja nicht nur ein klasse Spieler, sondern auch ein klasse Mensch, der die Mannschaft führen kann, der sowohl mit unseren älteren Spielern, wo wir auch viele Drittliga-erfahrene Jungs dabei haben, sehr, sehr gut umgeht und kann, logischerweise, aber auch die Jüngeren, natürlich die Sprache, die verändert sich ja auch mal hin und wieder von Generation zu Generation. Und die Sprache kann er auch sprechen, von daher ist das perfekte Bindeglied für uns im Trainerteam. Danke, Steffen Weiß, und alles Gute für heute. Gutes Spiel wünsche ich, mit hoffentlich 3 Punkten für uns. Danke. So, und das war der durchaus sympathische Steffen Weiß. Und neben mir heute Ihab Davies als Co-Kommentator. Hast du dich irgendwie besonders vorbereitet? Hast du noch ein bisschen, was weiß ich, FIFA gespielt und nebenbei das Spielgeschehen erklärt? Oder was hast du gemacht in der Vorbereitung? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ganz entspannt hier hingekommen. Wurde gestern nochmal vom Tommy daran erinnert, dass ich heute hier sein muss. Hat es zwischenzeitlich vergessen. Aber ja, ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch, dass du heute da bist. Wir haben mittlerweile eine Aufstellung, auf die wir später nochmal eingehen können. Also wir machen das so in der Regel so 10 Minuten vor dem Spiel, gehen wir nochmal genau auf die Aufstellung ein. Aber wir können ja heute schon mal gucken, wer beim FSV spielt. Ja, auf den Außenbahnen. Schauen wir uns mal die Außenbahnen. Das ist ja deine Position. Genau. 4-2-3-1. Da spielen heute Kelati. Und Ivan. Ja. Was glaubst du, wem von den beiden du verdrängen kannst, um wieder in die Startelf zu kommen? Also ich gehe mal davon aus, dass der Andu heute rechts anfängt auf meiner Position. Ja, sehr, sehr guter Mann. Mit einer hoffentlich sehr, sehr guten Zukunft. War ja jetzt auch lange verletzt, der Andu. Aber trotzdem viel Potenzial. Ich hoffe, dass er der Mannschaft heute weiterhelfen kann. Solange ich nicht da bin. Ja, du hast ja den Siegtreffer erzielt bei Schott Mainz beispielsweise in diesem Jahr. Ich habe das Spiel gesehen auf der Gästetribüne und es war ehrlicherweise ein ziemlicher Krampf. Wie hast du dieses Spiel empfunden? Ja, aber die Umstände waren auch ein ziemlicher Krampf. Man muss halt bedenken, wir haben auf einem sehr, sehr heftigen Kunstrasen gespielt, der vergleichsweise mit einem Parkplatz zu vergleichen ist. Wirklich, also sehr, sehr hart, sehr stumpf. Ja, Schott Mainz auch eine ekelhafte Truppe gewesen, mit 11 Mann, also mit 10 Mann hinten drin gestanden. Da muss man sich erstmal durchkombinieren, vor allem auf so einem Platz. Aber ja, man will jetzt nicht alles auf den Platz schieben. Wir waren jetzt auch nicht so souverän, muss man auch sagen. Aber am Ende zählen die 3 Punkte. Das ist richtig. Wenn man so ein verletzter Spieler ist, was macht man dann bei der Mannschaft alles mit? Also du hast gesagt, du bist in Reha, du bist nochmal Aufbautraining, hat vorhin auch Tommy Brendel unten im Tweet-Interview gesagt. Wie nah bist du dann an der Mannschaft? Ich versuche natürlich so häufig wie möglich mich blicken zu lassen in der Kabine. Aber klar, nichtsdestotrotz muss ich halt zusehen, dass ich fit werde und bin größtenteils halt beim Sporik in Offenbach. Und ja, dementsprechend kriege ich auch nicht so viel mit, wie ich eigentlich mir wünschen würde, mitzukriegen. Ja, das ist meistens dann so. Ne? Man ist so ein bisschen, wir haben ja auch häufiger mit Timo Kuhnert gesessen, der letztes Jahr ja noch beim FSV gespielt hat, der es auch mal sagte, es ist immer schwierig, so gleichzeitig dieses Aufbautraining zu machen und den ganzen anderen Kram und dann irgendwie noch Kontakt zur Mannschaft zu haben. Genau, ja. Das stimmt. Durchaus schwierig. Heutige Spieler, Gegner Groß Asbach, wenn du auf die Aufstellung guckst, hast du da mit irgendwem von denen schon mal gespielt? Weiß nicht, früher im Saarland oder so? Nee, mir kommt jetzt keiner so bekannt vor, ehrlich gesagt. Aber ich muss sagen, jetzt ich habe mir mal 1-2 Spiele so, beziehungsweise ich habe mir die Highlights mal so angeschaut. Die haben schon eine spielstarke Truppe. Ja, wird keine einfache Aufgabe. Und wie der Trainer ja gerade von denen schon gesagt hat, die wollen heute unbedingt gewinnen. Genauso wie wir. Ja, wird ein spannendes Spiel.
stattgefunden haben in der Regionalliga Südwest. Homburg gewinnt zu. Wer ist denn deiner Meinung nach, also hörst du jetzt 5 Treffer mittlerweile in dieser Saison? Arif Gücü erst 3. Er ist damit gleich, also punktgleich quasi mit dem Innenverteidiger von Schrötter. Was macht das mit dem Stürmer? Ja, klar, am Ende des Tages wird ein Stürmer bzw. ein Offensivspieler an seinen Toren gemessen. Ist ja kein Geheimnis. Aber die Saison ist noch lang und man darf halt nicht vergessen, dass Adolf Gütschü letzte Saison, ja, glaube ich, die meisten Tore bei uns hatte. Auch ausschlaggebend dafür war, dass wir vorne standen. Deswegen, man muss ihm ein bisschen Zeit geben. Ich denke, dass er am Ende des Jahres bzw. am Ende der Saison wieder sehr, sehr weit vorne stehen wird. Okay. Wenn man so verletzt ist längere Zeit, fährst du dann aber mit zu den Auswärtsspielen beispielsweise? Oder warst du jetzt beim Spiel in Steinbach oder warst du nicht in Steinbach? Ja, es kommt immer auf die Distanz an. Also ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt in Steinbach nicht dabei. Hab einfach mal eine Pause gebraucht. Ich bin, wie schon gesagt, jeden Tag in der Reha gewesen. Hab einfach mal das Wochenende dafür genutzt, um zu meiner Familie zu fahren, den Kopf frei zu kriegen. Aber klar, so wenn es jetzt nicht so weit weg ist wie zum Beispiel Ulm oder ja, oder Aalen, dann versuche ich natürlich schon anwesend zu sein bei den Spielen. Aber bei den Heimspielen bin ich natürlich immer dabei und versuche die Mannschaft natürlich auch zu unterstützen. Was ich an deinem Spielstil so mag, ist tatsächlich dieser unheimlich schnelle Antritt. Trainierst du den speziell? Nee, ich muss sagen, ich habe den noch nie so wirklich, also speziell jetzt trainiert. Das ist halt eine Stärke von mir, der Antritt und die Schnelligkeit. Ja, das ist halt so eine Sache, ich glaube, die wird dir in die Wiege gelegt als kleines, als Baby schon und ich habe immer mein ganzes Leben lang davon profitiert. Und ja, deswegen, aber klar kann man hier und da ein bisschen was trainieren, ein paar Prozente rausholen. Ich glaube, dafür ist die Michelle ja auch zuständig bei uns, macht auch sehr, sehr gute Arbeit. Aber ja, wie schon gesagt, ich glaube, so großartig antrainieren kann man das nicht. Man kann es vielleicht hier und da ein bisschen verbessern. Ja, die Michelle wird ja im ganzen Team sehr hoch geschätzt, also alle, mit denen man sich unterhalten kann. Die sagen immer, ja, die ist super, die macht eine ganz großartige Aufgabe. Und ja. Spielst du eigentlich lieber gegen Dreier- oder gegen Viererkette? Das fragen, also habe ich mich heute schon gefragt, weil du gerade, du hast so Spiele gehabt, wo du gegen eine Dreierkette unheimlich stark warst, weil du diese Räume viel mehr hattest. Mhm. Oder ist es dir lieber, du hast eben weniger Gegenspieler im Zentrum? Es ist immer, kommt halt immer drauf an, wie der Gegner die Dreierkette spielt. Es gibt halt Teams, die spielen es besser, dann gibt es Teams, die spielen weniger gut. Aber so im Großen und Ganzen macht mir das eigentlich nichts aus, ob Dreierkette oder Viererkette. Ich versuche halt immer so bestmöglich in 1 gegen 1 Situationen zu kommen. Und ich glaube, das gelingt mir am besten gegen eine Viererkette, weil da meistens 1 gegen 1 angelaufen wird. Ja. So, auf jeden Fall. Ja, Manuel Reuter gibt heute das Interview bei FSV Live, dem Stadionmagazin, das ihr euch alle noch auf den Social Media Kanälen auf der Homepage angucken könnt, vielleicht für die Halbzeitpause. Er hat ein Interview und sagt, berichtet vor allem von seiner Zeit auch beim Nachwuchsleistungszentrum bei Stuttgart. Wo warst du denn? Hast du Nachwuchsleistungszentrum gespielt und wenn ja, wo und wie war deine Erfahrung da? Ja, ich habe auch das Glück gehabt, bei Schalke zu spielen. Ich habe meine komplette Jugend... Alle, die sie mir neben sich setzen, werden letztens Alban Salah, da hat er bei Schalke gespielt, Timo Kudat hat bei Schalke gespielt. Ja, mit dem Alban habe ich zusammengespielt. Deswegen, Alban kenne ich auch sehr gut. Ja, ich habe bei Schalke gespielt, 8 Jahre lang. Eigentlich komplette Jugendausbildung dort genossen. Und ja, natürlich eine geile Sache, aber traurig, was mit dem Verein jetzt passiert ist, die letzten Jahre, wie er abgestürzt ist. Die steigen auch wieder auf. Ja, das auf jeden Fall, aber trotzdem schade für so einen Verein, der normalerweise von der Veranlagung her Champions League spielen muss. Ja, aber wie schon gesagt, war eine geile Erfahrung, konnte sehr viel mitnehmen. Ja. Das heißt, du hast dann mit welchen großen heutigen bekannten Namen hast du da im Nachwuchsleistungszentrum gekickt? Puh, mit einigen. Der größte ist, glaube ich, Julian Draxler. Mhm. Mit dem habe ich sehr lange, also wir haben 6 Jahre zusammengespielt. Auch immer sehr viel voneinander profitiert. Ja, mit ihm auf jeden Fall ist, denke ich mal, der größte Name. Ich habe oft mit dem Leroy Sané trainiert. Max Meyer sehr viel trainiert und gespielt. Sead Kolasinac, der bei Arsenal jetzt spielt. Dann habe ich noch lange gespielt mit Philipp Max, der jetzt bei Eindhoven spielt, der ja auch vor kurzem sein DFB-Debüt gegeben hat. Ja, da sind schon einige große Namen dabei.
ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, die setzen immer irgendwelche Schalker hier neben mich. Und das gefällt mir gut, muss ich sagen. Gefällt mir ja gut. Ich möchte das mal kurz sagen. Kommen wir noch mal kurz zur taktischen Aufstellung. Also es gab jetzt auch so ein bisschen eine taktische Veränderung beim FSV, dadurch, dass auch der Trainer gewechselt ist. Man spielt jetzt wieder 4-2-3-1. Letzte Saison hat man eigentlich 4-4-2 gespielt mit einer Doppel-6. Was liegt dir da mehr? Würdest du sagen, kannst besser mit einem 4-4-2 Doppel-6 spielen oder du kannst besser mit einem 4-2-3-1 spielen? Ich würde sagen, 4-2-3-1 kommt der Mannschaft eher entgegen, kommt mir bzw. uns Außenspielern auch entgegen. Deswegen würde ich persönlich immer ein 4-2-3-1 bevorzugen. Du spielst ja, hast ja häufig vorne rechts gespielt. Wie ist das, wenn man mit Lenny von Schrötter irgendwie den größten Außenverteidiger der Liga hinter sich herlaufen hat? Ja, schon geil auf jeden Fall. Der Lenny ist jemand, ich meine, ich bin auch jetzt nicht das Defensivmonster, das weiß, glaube ich, jeder hier im Verein, auch die Liga. Da habe ich dann mit einem Lenny von Schrötter jemanden hinter mir, wo ich mich 100% drauf verlassen kann. Wenn ich mal offensiv scheitere und mein 1 gegen 1 nicht gewinne, dann weiß ich, okay, er ist hinter mir und sichert ab. Und kann auch mal ein 2 gegen 1 meistern. Deswegen also defensiv auf jeden Fall sehr, sehr gut. Offensiv ist es einer, der immer hinterläuft, der mir immer Möglichkeiten bietet. Ja, deswegen hat es, ich glaube, letztes Jahr hat man ja auch gesehen, wie viel Spaß wir, ich denke mal, euch Zuschauern auch bereiten konnten auf der rechten Seite. Und ja, ich hoffe halt, dass ich jetzt so schnell wie möglich wieder zur Mannschaft stoßen kann und dann mit dem Lenny bzw. mit dem Manu auf der rechten Seite ein bisschen wirbeln kann. Jetzt hoffen wir alle, dass du bald wieder fit bist. Und sehr schön, dass du heute hier bist, aber noch lieber sehen wir dich unten auf dem Rasen, das muss man klar sagen. genau. Ich würde jetzt gleich mal, wenn die Regie wieder ansprechbar ist, ist sie gerade noch nicht, dann fragen wir noch ein bisschen rum. Hast du noch eine Frage? Nee, eigentlich nicht. Nee, ne? Okay. Alles gut. Haben wir den Gegnercheck vorliegen? Dann würden wir, glaube ich, jetzt zum Gegnercheck übergehen. Hier sehen wir mal ein paar Spielszenen der heutigen Gäste aus Groß Asbach. Dass die SG Sonnenhof kicken kann, das zeigt sie hier im Heimspiel gegen Stuttgart. Das ist ein toller Steckpass von Gereske hier, eine starke Flanke und David Hummel mit einem überragenden Kopfball. Also wenn der FSV die Groß Asbacher spielen lässt, dann klingelt's. So gut Groß Asbach im Spiel nach vorne ist, so anfällig sind sie in der Defensivarbeit. Das sieht man hier beim Spiel in Steinbach. Steinbach in Rot von links nach rechts. Und jetzt achten Sie gleich mal auf diesen Ball zwischen den Außen- und den Innenverteidiger. Den hier auf Serhat Ilhan, der das dann auch nutzt. Und die gleiche Szene sehen wir jetzt gleich nochmal. Und zwar beim Heimspiel von Groß Asbach gegen den VfB Stuttgart. Stuttgart in Weiß mit einem langen Ball, dann die Eroberung des zweiten Balles. Und jetzt achten Sie mal drauf, wo der Ball hier durchflutscht. Genau, zwischen Außen- und Innenverteidiger auf Alu Kuol. Der nutzt das 12 Sekunden nach Wiederanpfiff zum 1:1. Ja, es ist nicht so eine gute Viertelstunde bis zum Anpfiff. Und wir begrüßen euch alle herzlich nochmal hier in der PSD-Bank-Arena. Mein Name ist Jörg Meyerhauter, heute neben mir. Ihr habt Davish und wir kommentieren für euch das Spiel zwischen dem FSV Frankfurt, den Tabellen 13 und der SG Sonnenhof Groß Asbach, den Tabellen 11. Wir haben mittlerweile eine Aufstellung, da werden wir gleich drauf eingehen. Wir begrüßen natürlich an dieser Stelle alle, die es heute nicht ins Stadion geschafft haben von den Fans des FSV Frankfurt und begrüßen natürlich auch alle Gäste heute aus Groß Asbach, die die weite Reise nicht auf sich genommen haben, sondern sich gedacht haben, ach, da kann ich auch das Spiel auf dem Livestream gucken. Wir begrüßen euch herzlich und wünschen euch viel Spaß beim Verfolgen eurer Mannschaft. Neben heute Ihab Davish, der immer noch verletzt ist leider und hoffentlich bald wieder gegen die Kickers treffen kann. Das ist, glaube ich, das erklärte Ziel, oder? Gegen die Kickers treffen? Natürlich, hoffentlich. Das wollte ich hören. Und werden hier gleich die nächsten anderthalb Stunden Spielzeit mit euch verbringen. Es gibt mittlerweile Aufstellungen. Sollen wir jetzt schon auf die Aufstellung eingehen? Ja, es dauert noch eine Sekunde, bis die Aufstellung eingegeben ist. Kommen wir nochmal zum Spiel oder Spieltagsvorbereitung. Hast du so Rituale, die du so durchläufst? Vor dem Spiel jetzt eigentlich nicht. Worauf ich zum Beispiel achte, ist das Stutzen, also links und rechts. Ja, dass ich halt für links den linken Stutzen bekomme und für rechts den rechten, weil der Micha, so der macht wirklich gute Arbeit, aber manchmal, klar, geht es halt unter, dann legt man da zwei Rechte ein. Ich kann so auf jeden Fall nicht spielen, das ist halt bei mir so ein Aberglaube, es muss links-rechts sein. Vielen Spielern tut es ja gar nichts zur Sache, die interessiert das ja nicht, die können mit zwei Rechten, mit zwei Linken spielen. Ich brauche immer links-rechts, das ist bei mir ganz, ganz wichtig, auch wenn es 5 Minuten vorm Spiel zu mir das auffällt, dann muss ich schnell meinen Stutzen wechseln.
und halt das Gebet vorm Spiel ist mein persönliches Ritual und das war es eigentlich. Ich habe früher Hallenfußball gespielt und habe da auch in Stutzen dann immer gespielt und ich hasse das, dass man das immer so schlecht ablesen konnte, in denen welcher jetzt rechts und welcher links ist, weil ich brauche das auch. Allein schon mal meinen großen Füßen, da passt das gar nicht, wenn das zwei Rechte sind, da kriege ich einen Rappel. Geht gar nicht auf, gilt nicht auf für mich. Das Wetter ist heute gut, du bist auch so ein Trockenwetter, also du bist kein Regenfußballer, oder? Ich weiß nicht, was ihr alle habt, alle sagen schön Wetterfußballer. Dass sie den Ruf erarbeitet, den muss ich jetzt auch verzeihen. Ich glaube, jeder, also was heißt jeder, aber der Großteil der Fußballer spielt lieber bei so einem Wetter, anstatt bei Regen oder bei zu viel Sonne. Ich glaube, das ist das perfekte Wetter für einen Fußballer. Eine gute Luft. Ja, deswegen, also schön Wetter jetzt nicht unbedingt. Ich meine, es ist jetzt auch kein unbedingt schönes Wetter, sage ich mal. Ist ja ein bisschen grau und trüb. Aber wie schon gesagt, für mich persönlich das perfekte Fußballwetter. Und ich glaube, für viele da unten auch. Für Mitte Oktober ist es ganz okay, ne? Ja. Also ich weiß jetzt ganz genau, wenn der November kommt, dann hole ich wieder meine alten Stutzen raus, damit ich hier in langen Socken sitzen kann, weil man doch ewig dann sitzt und dann mit Decke überm Schoß und so. Aber so weit ist es hier noch nicht. Noch nicht. Aber es ist ja schon Mitte, Ende Oktober jetzt und es wird einfach, es geht jetzt Richtung Winterpause, ne? Genau. Das ist einfach so. Genau. Die Mannschaften kommen jetzt auch in die Kabine zurück, um sich da umzuziehen. Wie gesagt, jeder hat da auch so ein bisschen sein anderes Ritual. Ne? Was glaubst du, was Tommy Brendel heute in der Kabine vorm Spiel sagen wird? Okay, ja, was wird er sagen? Also klar, wir haben jetzt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Druck, haben die letzten Spiele jetzt nicht so erfolgreich gestaltet. Erstmal wieder den Spaß am Fußballspielen haben, ne? Dass wir halt unsere Freude wieder zurückbekommen. Und ich glaube, der Rest kommt dann von selbst und ich denke mal, dass der Tommy auch der Mannschaft mitteilen wird, dass es erstmal wichtig ist, die Null zu halten, gerade in so einem Spiel. Abwarten, geduldig sein und dann hoffentlich zum Erfolg kommen. Gut, und wir würden jetzt zu den Aufstellungen übergehen, denn diese liegen jetzt mittlerweile auch eingegeben hier im Programm vor. Wir beginnen mit den Gästen. Die erwarten wir heute in einem 4-2-3-1, wo sich gegenüber dem Spiel bei Stuttgart oder beim Heimspiel gegen Stuttgart 2 wenig verändert hat. Im Tor erwarten wir Reule, dann eine Viererkette bestehend aus Kühn, Müller, Gibson und Schick. Dann Doppel-6, Messina und Fröhlich. Dann erwarten wir links Tomic, in der Mitte Gerezgia und rechts Karahan. Nee, nicht Karatas, sondern Karatas ist der, der den Platz räumen muss für Leverenz. Der hat schon 5 Saisontore erzielt. Und im Sturm heute Hummel, David Hummel, auch bereits 5 Saisontore. Das ist die Aufstellung der Gäste. Wir erwarten da ein 4-2-3-1. Auf der Bank heute Ersatztorhüter Recker Biesinger, der letztes Mal hier, als wir zu Hause gegen die gespielt haben, im Tor gestanden. Das weiß ich noch, deswegen wegen Recker Biesinger, das ist ein toller Name. Dann auf der Bank weiterhin Geld, Sadler, Rahn, Karatas, der wie gesagt rausrotiert war. Brendle, Held, Gehring und Becker. Und hier jetzt die Heimaufstellung des FSV Frankfurt. Auch hier erwarten wir einen 4-2-3-1. Im Tor heute der Kapitän Daniel Endres. Dann erwarten wir eine Viererkette bestehend aus Williams, von Schrötter, Gottwald, entschuldige, ich wollte nicht hier ablesen auf der letzten Aufstellung, sondern da. Und Reuter. Dann sehen wir eine Doppel-6. Natürlich. Mangafitsch wird heute auf dieser Doppel-6 spielen. Neben Azorg. Neben Azorg, das ist richtig. Sehr gut aufgepasst. Und dann links. Erwartest du Franjic? Genau, ich denke mal, Ivan wird links anfangen. Andu rechts. Und vorne mit Jake und Arus. Genau, es wird so eine Mischung. Also Gütschel eher so als Spielmacher, beziehungsweise als hängende Spitze. Genau. So auf dieser Zwischenebene. Er ist jetzt nicht so die klassische 10. Franjic würde eher, wenn er auf dieser Position spielt, mehr auf der Richtung 10 spielen. Ja. Aber Gütschel natürlich weiter vorne. Ist immer angenehmer, wenn du 2 große vorne hast, weil du dann die langen Bälle besser verteilt kriegst. Auf jeden Fall, ja. Dann sehen wir auf der Bank heute leider nicht Iabdavich, sondern Mujicinovic, Savanej, Budenski, Sommer, Lüders, Karahan und Eves. Das ist die Aufstellung, die Thomas Brendel heute gewählt hat. Kommen wir noch kurz zu den Schiedsrichtern. Heute ist Schiedsrichterin Fabienne Michel die Schiedsrichterin und die Assistenten sind Frederik Kaufmann und Sascha Fischer. Wir wünschen Ihnen eine glückliche Hand in der Spielführung, wie wir von hier oben immer so schön sagen, und viel Erfolg beim Pfeifen dieses Spiels, dass Sie es möglichst unauffällig über die Bühne kriegen.
Was sagst du zur Aufstellung des FSV? Also Franjic Außenbahn? Ja, nein? Ivan für mich persönlich ein sehr, sehr guter Spieler mit sehr guten Anlagen. Kann sowohl auf den Außen als auch auf der 10 spielen. Ich persönlich sehe ihn lieber auf der 10, weil da hat er einfach viel mehr Möglichkeiten. Der ist halt auch der Typ Spieler, der gerne mal diese Steckpässe spielt und auch einen sehr, sehr guten Abschluss hat, der aber viel zu wenig schießt. Ja, aber nichtsdestotrotz, er kann auch außen spielen, ist auch ein 1 gegen 1 Spieler. Ja, so viel dazu. Jetzt haben Sie also, es gibt einige Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen Steinbach, da hat man ja mit einer ganz anderen Doppel-6 gespielt. Beziehungsweise Franjic hatte auf der 6 gespielt, neben Fabian Bodensky. Dann hat Sabané noch in der Verteidigung gespielt. Reuter hat Außenposition, Offensive gespielt. Ich habe den Eindruck, da hat man sich deutlich defensiver gleich aufgestellt. Hier hat man eine sehr ausgeglichene Aufstellung und es wird eine spannende Nummer heute hier. Ich denke, es wird ein ziemlich ausgeglichenes Spiel und wir werden halt auch keinen Kampf der Formationen gegeneinander sehen. Wir werden jetzt nicht irgendwie Vierer gegen Dreierkette sehen, sondern wir werden halt 4-2-3-1 gegen 4-2-3-1 sehen. Ja. Jetzt noch die entscheidende Frage. Was tippst du zum heutigen Spiel? Ich denke, wir machen heute das Rennen. Also ich hoffe es. Ich sage, wir gewinnen 2-1. Ich sage 1-0. Gut, die Regie sagt 3-0. Ich gebe das eben an alle durch, damit ihr das alle gehört habt. 3-0 sagt die Regie. Während hier noch ein bisschen Johnny Cash läuft im Hintergrund. Das ist ungewohnt. Ist doch deine Musik, oder nicht? Ich höre gerne Johnny Cash. Ich war früher bei einem Friseur in Frankfurt, bevor ich diese Frisur hier hatte. Und da lief immer nur Johnny Cash. Der hatte auch so Johnny Cash-Bilder im ganzen Laden hängen. Das war großartig. Ich hoffe, der ist noch im Geschäft. Ich kann dir seine Adresse geben. Ja, gib mal her. Ich muss nachgucken. Heute übrigens Mika Dombrowski, Stadionsprecher, der heute wieder keine Zeit hat, hier neben uns zu sitzen, leider, und das Spiel mit uns zu kommentieren. Wir grüßen an dieser Stelle lieb. Er wird das hier bestimmt mit vollem Elan machen. Er hat sehr viel Elan beim letzten Heimspiel gegen Gießen als Stadionsprecher herausgebracht. Okay. Und hat offensichtlich auch noch eine gute Stimmung. Und wir hoffen, dass sie sich weiter halten wird. Gut, findest du die Doppel-6 von wir werden hier gerade fotografiert. Sehr gut. Das Archiv später bestimmt auch auf Facebook noch. Kann man glauben. Der IA freut sich, dass er immer fotografiert wird. Sehr gut. Natürlich, gute Bilder. Ja, uns beiden. Was für schöne Motive, ha? Ja, natürlich. Was ist dein Lieblingsspieler, was ist dein Lieblingsspielkollege hier am Hang? Mit wem hängst du auch privat ab? Ach, wenn ich jetzt so Dren Hodja auf jeden Fall. Ich kenne den Dren Hodja schon seit 2013. Wir haben bei Schalke zusammengespielt auch. Der wird ja auch noch oben landen diese Saison. Der wird ja auch noch landen auf jeden Fall. Ja, ansonsten mit Azar, mit Manga, Ivan, Arif, Sommer auch sehr gut, sehr, sehr gutes Verhältnis. Ja, aber so im Großen und Ganzen versteht man sich mit allen wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ja, das ist auch immer ganz wichtig. Genau, Mika Dombrowski gibt jetzt währenddessen die Aufstellung für die Fans durch. Wir schauen mal nach links, wir schauen mal nach rechts. Ich würde sagen, es ist so gefüllt wie immer. Ich würde sagen, wir haben so um die 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer heute hier am Hang. Sehr schön macht ihr das. Es geht weiter mit der Nummer 7, Ahmed. Der hat einfach Energie, der Mika. Ja, das muss man ihm lassen. Da hat richtig Bock drauf. Ich gucke mir den gerne an, meinen Job. Vermisst das so ein bisschen, dass man einfach mal die Namen mit reinrufen kann, wenn man die ganze Zeit diese Kopfhörer auf hat. Ne? Das ist, man kann da nicht so viel rumpöbeln. Ja. Da beim Short Mainz Auswärtsspiel habe ich sehr viel gepöbelt, muss ich zugeben. Also warst du das, den man immer gehört hat? Ja, ich und der Präsident. Weißt du, wir waren das immer die man auf Platz noch hat. Ich habe die Mannschaftsaufstellung mitgemacht beim Auswärtsspiel. Ich war der von außen die Mannschaftsaufstellung gleich geschrieben hat. Ne? Kriegt da noch ein paar Dezibel zur Not auf den Tacho. Das funktioniert schon. Jetzt ist er hier bei Herrn von Schrötter, das heißt, allzu lang kann es nicht mehr dauern. Während es nicht mehr lange dauern kann, bis die Mannschaften hier auf den Platz kommen. Hier sehen wir die Südtribüne. Die kleine Grüppchen bilden sich auf der Südtribüne sowie auf der Gegengerade und auf dem Steherblock der Gäste, der heute, glaube ich, nicht geöffnet ist. Zumindest so, wie es aussieht. Ich glaube, die Asbach-Fans haben sich alle hier in den E-Block gesetzt.
gelten ja die 2G-Regeln, hier auf der Haupttribüne gilt 3G. Das heißt, hier kann man mit der 2G-Regel ohne Maske, theoretisch könnten die auch alle auf einem Block stehen, wenn sie wollten, aber sie verteilen sich natürlich auch in ihren kleinen Gruppen. Und deswegen sind dann auch die Wellenbrecher ja nummeriert, weil man zuvor feste Nummern hatte, wo man dann mit kleinen Gruppen stehen sollte. Genau. Ja, und jetzt erwarten wir die Mannschaft. So viel gibt es, glaube ich, im Vorfeld jetzt auch gar nicht zu sagen. Hast du noch Fragen? Nee, ne? Nee, ich bin gespannt. Es kann losgehen. Alles gut. Wir kriegen das hier zu zweit schon hin. Bist du eigentlich so der Typ Kabinen-DJ? Ja, ich mache in der Regel immer die Musik. Und also mit dem Asa zusammen. Asa und ich machen die Musik in der Kabine. Komm nochmal rein, hör dir mal die Musik an. Ja, würde ich gerne, aber meine Arbeitskarte sagt nicht Kabinengang. Nein, ich sorge schon dafür, dass du rein kannst. Ich bin jetzt seit 8 Jahren Ehrenamtler und noch nie in der Kabine. Boah, das wäre so spannend, oder? Kann man ein Foto machen mit allen später. Das wäre super. Das wäre ganz grandios. Aber hoffen wir erstmal, dass die Stimmung heute natürlich auch gut sein wird nach einem Heimsieg des FSV Frankfurt. Allzu lang kann es nicht mehr dauern. 14 Uhr kommt jetzt hier immer näher. Wenn die Greenkeeper sich jetzt ja auch vom Rasen verzogen haben, die machen immer noch die letzten Löcher zu, gehen nochmal die Sache ab. Hier sehen wir jetzt den Rasen und auch noch den letzten Kollegen, der auf der Gegenseite da am Rumstochern ist. So lange kann es nicht mehr dauern. Schauen wir mal nach unten. Da sitzen jetzt noch die Fotografen, die Spieler hier im Kabinengang dann gleich fotografieren wollen, wenn sie rauskommen. Wenn du im Kabinengang stehst, bist du da sehr konzentriert schon? Bist du dann so, sprich mich nicht mehr an oder bist du noch so? Nee, ich muss sagen, ich bin da sehr entspannt eigentlich. Also ich kann mich auch unterhalten. Es war ja ein Offenbach so, wir hatten immer Einlaufkinder, immer. Und ich habe immer mit den Jungs gequatscht. Und da gibt es halt auch Leute, die brauchen ihre Ruhe, die sind komplett im Tunnel. Bei mir ist es gar nicht so. Also ich bin da relativ entspannt. Ich brauche das sogar, diese Unterhaltung, dieses Lockerwerden, runterfahren. Ja, aber wie schon gesagt, es gibt Spieler, die brauchen komplett ihre Ruhe. Das ist auch nicht ansprechbar. Ja, Einlaufkinder wird es ja hoffentlich bald wieder geben, sobald sich die pandemische Lage da verbessert hat. Ist ja auch ein bisschen den äußeren Umständen zum Opfer gefallen. Ja, natürlich, ja. Ich schwatze vorm Spiel sonst immer mit denen, die Einlaufkinder aber auch noch betreuen. Das ist mir sehr witzig. Das ist immer, die haben dann da so zwei Sätze, also zwei Mannschaften sind das ja meistens und das ist wie so ein wilder Haufen, der dann erstmal sortiert werden muss und kriegen die dann alle ihre Klamotten angezogen und die müssen auch bespaßt werden, die Einlaufkinder. Natürlich, ja. Hier sehen wir jetzt links oder jetzt im Bild zentral Steffen Weiß, den hatten wir ja vorhin im Interview, der heute hier gesagt hat, seine Mannschaft, Sonnenhof-Groß Asbach, möchte dieses Spiel gewinnen, ärgert sich immer noch, glaube ich, über das 1:1 gegen Stuttgart 2, die eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Und jetzt werden jetzt die Mannschaften kommen, ja, wenn die Fotografen halten jetzt drauf, folgerichtig müssen jetzt die Spielerinnen, also die Spieler rauskommen. Tommy Brendel ist auf jeden Fall da schon mal zu sehen. Und hier kommt der Schiedsrichtergespann, angeführt von Fabienne Michel, die Hauptschiedsrichterin heute, ihre Assistenten sind heute Frederik Kaufmann und Sascha Fischer. Und hier kommen die Mannschaften. Sonnenhof-Groß Asbach auf der linken Seite in Rot und der FSV Frankfurt in Schwarz in den Heimtrikots. Kommen auch wieder gemeinsam aufs Feld, nicht getrennt voneinander. Angeführt hier von Kapitän Jens Gier und Daniel Endres, die lebende Regionalliga-Legende. Absolut, ja. Also es gibt jetzt tatsächlich so ein Shake-Hands, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Nee, gibt's nicht, es gibt keinen Shake-Hands. Also wird nur links und rechts umsortiert. Jetzt schauen wir mal, wer die Platzwahl hier für sich entscheiden wird. Frau Michel sagt nochmal, wie die Dinger liegen. Die Platzwahl gewinnt Herr Geretzgier aus Groß-Asbach. Frau Schmuli hat gesagt, er möchte hier stehen bleiben. Ja, so wie das hier klingt, spielt der FSV Frankfurt in den dunklen Trikots in der ersten Halbzeit von rechts nach links. Jetzt werden hier nochmal Kreise gebildet auf beiden Seiten. Sich nochmal eingeschworen. Wer spricht in so einem Kreis? Der Kapitän dann oder gibt es andere, die noch Rederecht haben im Kreis? Ja, also es sprechen schon einige, aber der Eggis hat das lauteste Wort. Auch bei uns in der Kabine. Also es ist immer der Eggis, der
ja, die Mannschaft so richtig motiviert und wachrüttelt, ne, wenn es mal nicht läuft. Ja. Ja, Andu fängt links an, Ivan rechts. Ja. Ah, es schützt doch die Gästemannschaft an und hier sehen wir jetzt David Hummel beim Anstoß. Außenverteidiger stehen hier sehr weit vorne. Andu macht, Herr Gelati macht Druck. Da sehen wir jetzt Reule, den Torhüter. FSV hat ja so ein bisschen den, also meiner Erfahrung nach drückt der FSV eigentlich oder presst so ab 10 Meter vor der Mittellinie. Diesmal standen sie deutlich weiter vorne. Können jetzt hier auch stören, also auch kann den Ball erobern. Sehr gute Ballkontrolle hier von Kilati. Kann Reuter den Ball erlaufen? Nein. Ah, Azog verliert den Ball hier an die Außenlinie. Der geht nur ins Tor aus. Abschlag. Schauen wir nochmal ein bisschen auf die Aufstellung der Gäste. Die haben offensichtlich spielen sie ein bisschen anders. Oder Transfermarkt.de hat die Aufstellung ein bisschen anders rausgegeben vom Spiel gegen Stuttgart 2. Denn wir sehen hier Goretzka ja definitiv auf der 6 spielen. Das sieht mir nach einem 4-1-2-3 aus. Also vom Anlaufverhalten her könnte natürlich aber auch ein 4-2-3-1 sein. Einfach nur anders anlaufen. Mhm. Ja, obwohl der Messina da mit der 22 jetzt. Hoffen wir, dass der von Schröter die Situation erregeln kann. Aber der hier vorne, der spielt ja auch Doppel-6, der jetzt neben dem Azog steht. Ja, man merkt halt direkt, was die vorhaben. Die wollen pressen, früh den Ball gewinnen, ja, und so schnell wie möglich zum Torabschluss kommen. Und der FSV war vor allem die, also das erste Drittel der Saison, fand ich jetzt schon anfällig gegen so ein frühes Pressing. Es war nicht die Stärke des FSV. Ja, ich finde, dass wir generell jetzt in dieser Saison anfällig sind. Das hat, also ist jetzt nicht schon am Anfang so gewesen, das ist generell, hat sich jetzt ein bisschen gezogen, wie so ein Faden jetzt die letzten Spiele. Da müssen wir einfach viel mehr Ruhe ausstrahlen und, ja. Ja, Schick, den wir vorher ja als Rechtsverteidiger gesehen haben, spielt hier rechts außen und Gibson spielt Rechtsverteidiger. Werden wir hier am Manga-Feach sehen. Der sehr gut, Mann, ne? Ja. Super bei Willi. Jetzt Hörst gegen zwei, da verliert er den Ball. Und dann bekommt okay, den zweiten Foul. Das war ganz klar ein Foul. Ja. Ja, das könnte halt so Mitte sein, ne? Diese hohen Bälle ins Zentrum, vorne rein und dann müssen wir die Bälle halt festmachen und dann müssen wir nachrücken. Ja. Also ich würde sagen, Leverenz spielt auf der 10, Hummel spielt auf der 9, Messina spielt neben Goretzka auf der Doppel-6, folgerichtig muss links Fröhlich spielen. Rechts Schick, Rechtsverteidiger spielt Gibson, links spielt Kühn und in der Mitte spielt Müller. Ne, Fröhlich spielt in der Mitte, Entschuldigung, neben Müller. So gut. FSV spielt erstmal mit Gottwald hinten sicher rum. Sehr stark, Jake, sehr stark. Macht er gut. Franjic hat jetzt den Ball hier. Ist auch schon in der Box, versucht den Ball reinzubringen, das misslingt. Zweiter Ball geht aber an ihn. Ja. Ach. Oh. Okay. Einwurf für die Roten. Tomic spielt natürlich jetzt links außen hier. Jetzt habe ich die Aufstellung, glaube ich, zusammen bei den Gästen. Da sehen wir Leverenz. Da sehen wir Azog mit sehr viel Armeinsatz. Jetzt haben wir schon wieder Tomic. Dieser Tomic macht mich verrückt. Er taucht überall auf dem Platz hier. Spiel Leverenz außen, Tomic spielt auf der 10. Schick spielt rechts außen. Genau, jetzt ja. Zusammen. David Hummel, da kennt man übrigens sehr gut von hier oben. Er hat richtig feuerrote Haare.
Ja, der Neuner, ne? Ja, ja. Es hilft immer sehr, wenn die so unterschiedliche Frisuren haben. Beim FSV mein Tavel sind den Eindruck, ihr seid alle beim gleichen Frisur. So, jetzt. Der Latisch, sehr gut. Auf kein Schauspiel. Hörst es durch. Links Günschnü. Hörst. Wie macht er denn nicht? Den muss er querlegen. Das war die erste richtig gute Situation. Den muss er querlegen, ganz einfach. Da gibt es auch keine Entschuldigung für. Oh. Den muss er querlegen, weil die laufen 2 gegen 1 auf dem Tor zu. Ja, den muss er einfach querlegen und das Ding ist drin. Den muss er querlegen, weil das ist doch vor allem auch kein Abseits, weil der Rote auf der gleichen Höhe war. Ja, Müller. Müller war in diesem Fall da auf der gleichen Höhe. Während hier das Physiotherapie-Team gerufen wird, denn Fröhlich hat sich da im Zweikampf gegen Pilati wohl vertreten. Ja, diese Dinger musst du nutzen in so einem Spiel, ne? Eigentlich müsste er bis vorhin 1-0 führen. Jetzt musst du 1-0 führen und hast ein bisschen Ruhe nach 5 Minuten. FSV gibt es auch noch Gesprächsbedarf, weil da stehen Franjic und Hurst jetzt zusammen, unterhalten sich nochmal, auch Asua kommt nochmal zu Hurst. Ja, du musst natürlich jetzt aufbauen, ne? Ist natürlich ärgerlich, nach so früher Zeit so eine riesen Chance nicht zu nutzen. Ja. Und Schiedsrichter Michael wird das Spiel jetzt wieder freigeben, nachdem Hurst den Ball da auf Weise übers Tor rechts vorbeigebracht hat, ne? Wird hier richtig weggedreht. Ja, ich glaube, der Ball ist auch vorher aufgesprungen, so wie ich es gesehen habe. Mhm. Aber ja. Geretzky übernimmt jetzt hier die Position von Fröhlich in der Mitte, während Hurst diesen Ball vielleicht erobern kann. Nein, Reule. Also du musst Asbach heute mit deren Waffen schlagen. Du musst anlaufen, du musst das machen, was sie bei uns vorhaben. Ja. Und ich glaube, das machen wir auch, so wie es aussieht. Stellen vorne zu. Aber halt nur Alibi-mäßig, das ist zu wenig. Ja. Da sind wir Fröhlich, jetzt auch wieder, der auf dem Rasen ist und weiterlaufen kann. Das ist Kühn. Asak macht das hier gut. Versuchen jetzt wieder einen langen Ball, diesmal auf Arif Gütschl. Guter Ball von Manu. Macht der Arif den fest? Ach, schade. Abschlag. Sie machen hier den Eindruck, als wollten sie sich spielerisch aus dieser Abschlagssituation herausbekommen. Ball geht jetzt auch Fröhlich. Messina lässt der Asuak aussteigen. Da sind wir Kühn. Manga, oh, Manga, stark Manga. Ah. Zweiter Ball geht an den FSV. Oh, der war knapp. Hatte Leverenz fast den Fuß dazwischen. Jetzt war wieder in der Vorwärtsbewegung. Nein, Jake, nein, Jake, nein. Ist zu einfach, ist zu einfach. Gibson. Gegen Kelati, der heute offensichtlich das mit den Pressen hier sehr ernst nimmt. Das ist ein Foulspiel von Schütze. Michel sagt, kein Foulspiel. Also ich habe schon gedacht, dass der Gibson den Kelati da schon deutlich hindert, an den Ball zu kommen. Aber gut. Also man merkt schon früh im Spiel, dass die auf jeden Fall Fußball spielen wollen. Die agieren auf jeden Fall mit keinen langen Bällen. Hast ja bei uns einige Teams in der Liga, wie Pirmasens zum Beispiel von Anfang an direkt lang gespielt haben. Ja, Gibson kriegt den erst nach der Seitenauflinie. Ja, lange Bälle, also FSV gefällt mir eigentlich mit Manga-Feature immer besser, zum Beispiel, weil dann das Spiel anders läuft, ne? Weil er sehr gut schafft, die Außenspieler einzusetzen. Absolut, ja. Das macht das hier sehr gut. Sehr gut, Jake, ja. Pilati bekommt den zweiten Ball. Verlangert jetzt das Spiel in die Mitte. Rechts kommt Reuter mit. Kühn hat aber einen Fuß dazwischen. Hummel tritt unter den Ball lang. FSV erobert den Ball. Hat das für Alarm falsches Schuhwerk an, ne? Ja, das habe ich aber immer das Gefühl von hier oben. Franjic. Jetzt war eine starke Aktion. Gegen zwei. Da muss der Manu mitnehmen. Wird schwer sonst. Der Ball ist im Feld.
Ja, Müller kam damit raus, ne? Und dann wurde es halt schwer. Abseitssituation hier. 10 Minuten sind rum. FSV müsste eigentlich 1-0 führen nach der sehr guten Situation von Hörst und der nicht auf Gütschl ablegte. Warum auch immer, vermutlich hat er ihn nicht gesehen, oder? Ja, man muss dazu aber auch sagen, es ist halt auch typisch Stürmerinstinkt, ne? Ja, kann sagen. Oder du bist halt einfach Mittelstürmer. Darfst du ihn natürlich jetzt auch nicht so übel nehmen, nicht so nachtragend sein. Aber klar, beste Entscheidung wäre gewesen, wenn er ihn rüberlegt. Ich versuche nur die ersten 10 Minuten hier einzusortieren. Warum müsste eigentlich führen, meine hundertprozentige. Die Gäste wollen auf jeden Fall mitspielen. Versuchen sie auch häufig spielerisch. FSV presst ein bisschen weiter vorne als die letzten Wochen. Jetzt auch mit dreien hier. Reule weiß noch nicht so ganz, wo er den Ball hinbringen soll. Das ist jetzt Franjic hier in der Eckfahne. Sehr gut, Lukas. Das war Lukas, hat sich sehr gut gemacht. Hab ich denn auf Franjic? Ich hab heute keinen guten Tag mit dir. Nur. Ich glaube, ich tue den nicht so gut, oder? Ja, letzte Mal heute, für mich. Ja, für mich eher. Nächstes Mal sitzt die Mika neben dir, pass auf. Gib's doch mit dem Kopfball nach Hause. Mangafitsch auf Gretzkia. Wie in Zweitliga-Zeiten hier. Geht schon mit dem Faustschlag Gretzkia. So, zurück aufs Bild. Gretzkia mit Messina im Doppelspiel hier. Man spielt jetzt breit, schick. Williams im Kopf dazwischen. Gütschü versucht den Einwurf zu verhindern. Und ihm gelingt es nämlich. Die Situation bringt sie eigentlich ganz gut zu Ende, ne? Ja. Jetzt auch wieder hier mit Hauptkamera. Kurze technische Störung ist behoben. Und Endre schlägt ihn weit nach vorne. Mangafitsch. Gegen zwei auch. Ja, also ja, ganz klares Foul. Ganz klares Foul. Springt eigentlich nur in den Gegner rein. Gut, also sehr guter Ball. Kelati. Gute Kaum. Idee. Aber fast einen Schritt zu spät. Die Idee war super, ja. Da unten sehen wir jetzt einen Einwechselspieler reinlaufen, und zwar Kai Gehring. Ist, glaube ich, ein Innenverteidiger. Ich glaube auch. Vermutlich geht es für Fröhlich dann doch nicht weiter. Oder für Gretzkia. Der scheint fertig zu sein. Schade eigentlich, sehr guter Spieler. Ja. Hätte ihn gerne heute gesehen. Hat beim FSV im Nachwuchsleistungszentrum gespielt und dann auch bei der Eintracht. Hier kommt jetzt das Physiotherapeutenteam der Gäste auf den Rasen. Retzke hat ja auch zu Zweitliga-Zeiten hier beim FSV gespielt. Nee, der hat zu... Der war geliehen von der Eintracht mal. Halbes Jahr. Ich glaube, das war auch das Jahr, wo wir dann abgestiegen sind. Wir haben uns alle gefragt, wie der ausgesprochen wird. Also, ja, ist kein einfacher Nachname, ja. Nee. Nimmt jetzt auch die Kapitänsbinde hier ab. Okay, für ihn hat sich das Spiel erledigt. Für ihn ist hier Schluss. Neuer Kapitän ist jetzt Steven Leverenz. Und Gehring kommt aufs Feld für Gretzkia. Wünschen ihm gute Besserung. Auf jeden Fall, ja. Nichts ist ja. Aber er kommt zumindest noch auf eigenen Beinen vom Platz. Man sieht auch schon, auf dem Knie ist ein Kinesio-Tape. Ich glaube, der ist auch schon angeschlagen ins Spiel gegangen. Ja. Und nun Kai Gehring
mit der 25 auf dem Feld. Es wird durchsortiert. Gehring übernimmt die Innenverteidigerposition von Fröhlich. Fröhlich wechselt auf die 6. Ach schon, wir hatten ja auch das Spiel gegen Gießen hier. Da ist Kosa war da irgendwie ganz früh ausgewechselt worden, auch nach einer Viertelstunde bei den Gästen. Mhm. Genau, ja. Der auch schon angeschlagen ins Spiel gegangen ist. Ja. Takahara für ihn gespielt. Leverenz mit dem Steckpass hier auf Müller. Auf Müller, nicht auf Hummels. Auf Hummel, entschuldige. Die heißen ja alle gefühlt wie Bayern- und Dortmund-Spieler. Das ist fürchterlich. Hummel heißt er. Er ist Hummel und der andere ist Müller. Jetzt versuchen wir links wieder Leverenz einzusetzen. Bringt den Ball in die Mitte. Hummel, der Außenpfosten! Oh, war noch ein Borner mal dran. So wie es aussah, ja. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Ecke ist schon ausgeführt. Wird kurz gespielt. Wir brauchen zu lange, bis wir umschalten. Das ist Wahnsinn. Nochmal Ecke für die Gäste. So, die Ecke kommt rein. So, jetzt. Dann vorne mit Reuter, der Penalty, ah, der Mann, spielt schnell. Aber dann so, ja gut, einfach. Aber Platz. Man sieht es, der Platz in der Situation. Schade, dass diese Situation nicht mehr geworden ist. Coole Viertelstunde jetzt rum. Spieler gerade ein bisschen an Fahrt verloren, weil Gretzky ja ausgewechselt werden musste. Und die Gäste sich ja nochmal neu sortieren. Aber bisher ist es keine schlechte Regionalliga-Partie. Tomic, Hummel, Kühn, Leverenz. Bornheim ohne Zugriff. Hummel! Boah, sehr gute Situation eigentlich für die Gäste. Hummel auch einen Kopf verloren. Wir haben es ja vorhin im Gegnercheck vorher gesehen, wie er da das 1-0 macht gegen Stuttgart 2. Gefühlt 3 Meter in die Luft springt. Und eine sehr, sehr große, sehr, sehr große Gelegenheit für Groß Asbach. Und von der Chancenverwertung jetzt 2-1 für den Gegner. Ja. Die ja auch wieder gleich den Ball hier erobern. Da sehen wir Gibson. Gibson gut, verliert Andrew, den Ball an Pelati. Eine versucht er, Messina aussteigen zu lassen. Holt dann zumindest noch den Einwurf raus. Robin Williams jetzt mit den Händen am Ball. Wirft auf Asuak. Dann sehen wir von Schretter. Mit dem Außenriss passt. Gut gelöst, ja. Jetzt muss er Manu den Ivan mitnehmen. Gut so. Kriegt einen Doppelpass hin. Reuter jetzt rechts in der Box. Und es gibt Ecke. Gut, gute Aktion. Reuter auch noch ganz jung. 20 Jahre erst, wie gesagt, im Interview mit FSV Live diese Woche. Er sagt, er hat noch keine Grisos gegessen und so. Also die Frankfurter Küche hat er noch nicht genossen. Er ist mal nur Maultaschen zu Hause, hat er erzählt. Er wird langsam Zeit. Der ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr schon hier. Also knapp ein halbes Jahr. Dann kannst du ja mal mitnehmen. Eigentlich schon, ne? Essen. Ecke für den FSV. Williams. Die versuchen das dann auch wieder spielerisch zu lösen, ne? Also versuchen dann Hummel zwar lang einzusetzen, aber erst nochmal einen hinten rum. Endre ist ganz sicher jetzt mit den Füßen am Ball. Die Verteidiger sind jetzt auch zurückgeeilt. Ah, da muss der Lenny. Mhm. Wobei gut, aber. Müller spielt zurück auf Reule. First läuft ihn an. Das ist der eingewechselte Gehring jetzt am Ball. Bedrängt von Kelati. Gibson. Schaffen sie aber, sich spielerisch rauszulösen. Robin Williams schafft zumindest noch die Fußball. Sehr gut, Uli. Und holt sogar noch einen Freistoß dabei raus. Schießt du gerne Standardsituation? Ja, auf jeden Fall. Sowohl von rechts als auch von links. Ist das eine gute Standardsituation, würdest du sagen? Ja, wir haben Lenny und den Luki vorne. Da kann immer was passieren mit den beiden. Kranjic jetzt auf jeden Fall mit dem Freistoß. Guter Ball, ja. Williams versucht ihn mal nach rechts zu verlagern. Ja, genau. Können sie ihn aber nicht verarbeiten. Kühn schlägt ihn erstmal weg. Sina beklagt sich in der Mitte.
SV sortiert sich erstmal wieder neu. Hummel läuft hier an. Mangafitsch aber, wie gesagt, vor allem in der Stärke, in der Ballverteilung, das ist ein V-Spiel hier an Reuter. Schiedsrichterin möchte da auch nochmal ein pädagogisches Gespräch führen. Und erstmal zurück zu Daniel Endres. Okay. Die Gegner pressen jetzt nicht mehr so stark wie zu Beginn, oder? Die Asbacher haben sich ein bisschen weiter zumindest zurückgezogen. Ja, ich glaube, die wollten die ersten 10 Minuten so ein Zeichen setzen und haben gemerkt, ja. Heute nicht, kein Erfolg. Haben sich jetzt zurückgezogen. Wir müssen halt weiter pressen, weil die sind auf jeden Fall sehr anfällig hinten. Wir sehen jetzt Kelati. Nimmt Mangafic mit. Links startet Williams durch. Nein. Der ist zu knapp, der ist zu knapp. Aber? Bringt er noch rein? Nein, das ist kein Foul. Das ist kein Foul. Also das halte ich jetzt auch für ein Gerücht, dass das ein Foul ist. Das muss man nicht pfeifen, ja. Aber nichtsdestotrotz muss der Ball vom Jake da besser kommen. Da hast du eine sehr, sehr gute Aktion vorne. Ja, ein bisschen zu langsam gewesen, ne? Ja. Weil so musste dann Williams in den Zweikampf gehen. Genau. Gegen Gibson. Obwohl er den gar nicht gebraucht hat. Da sehen wir Reule jetzt mit dem Freistoß nach dem Foulspiel. Nach dem Stürmerfoul von Robin Williams. Diese Ironie. Sehr gut, also nee. Das muss man nicht schweifen. Aber da muss Asa ruhig bleiben. Ja. Da muss Asa jetzt ruhig bleiben. Ja, definitiv. Das ist schon ein Foulspiel. Frag mich, was es da gerade noch zu diskutieren gibt. Guckst du dir später nochmal so Spiele an und denkst dir, warum habe ich mich da so aufgeregt? Ja, natürlich. Natürlich, klar. Da gibt es einige Spiele, wo ich mir das schon gedacht habe. Super. Langer Ball hier auf Schick. Schick in die Mitte, da ist aber keiner in Rot. Da haben wir Glück, dass keiner mitgelaufen ist, ja. Der geht durch. Bis Gütschlü. Aber Gehring über der Seiten aus. Schiedsrichterassistent Fischer zeigt an. Einwurf. Die Gäste haben eine Trommel dabei mit ihren Fans. Die machen schon gute Stimmung, ne? Ja, die sitzen und. Das Problem ist immer, dass unsere Ultras so weit weg sitzen von uns. Also ja, die hören wir so wenig. Das stimmt. Die anderen sitzen halt mit einer Trommel unterm Dach, drei Blöcke neben uns. Wir haben immer den Eindruck, die sind viel lauter, aber effektiv sind sie das gar nicht. Wie viel kriegt man auf dem Platz effektiv mit? Es kommt immer drauf an. Kommt immer drauf an, wie laut es wirklich am Ende ist, aber man versucht da gar nicht dran zu denken. Deswegen, also ich krieg da eigentlich nicht so viel mit, sage ich ganz ehrlich. Das V verliert hier den Ball. Gestern in der Vorwärtsbewegung, Hummel verteilt den Ball auf Messina. Messina versucht durchzustecken von Schrötter, aber mit den Füßen dazwischen, bringt ihn nach vorne weg. Gibson mit dem zweiten Ball, Seitenverlagerung. Kühn, Ball in die Mitte, noch ein Bornheimer Bein dazwischen. Tomic. Wir lassen hier zu viel spielen im eigenen 16er. Du als Defensivexperte. Ja. Natürlich. Natürlich. 20 Meter vom Tor, schon irgendwie auch eine schwierige Situation, um einzuschätzen, wie viel Zugriff man da eigentlich bekommen kann. Ne? Ja, aber jetzt am Anfang hat man ja gerade gesehen, war mal ein bisschen zu weit entfernt vom Gegenspieler. Sehr gut, Asa, sehr gut gelöst. Und super Ball. Sehr gut hier von Der Williams. Kelati steht im Abseits. Ja. Ich wollte gerade sagen, das habe selbst ich gesehen. Das ist halt das, was uns fehlt, die Diagonalbälle, die streuen wir zu wenig ein. Ja, Williams hatte gerade sehr viel Grün vor sich, ne? Wenn er da passend kommt, der Ball. Ja, da muss der Williams aber vielleicht auch rufen.
Ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht gehört, aber da muss er auf jeden Fall rufen. Reule. Wir haben 25 Minuten gespielt und die Gäste im Ballbesitz, aber wissen irgendwie noch nicht so ganz, was sie damit anstellen sollen. Denn diesen Ball von Reule auf Gibson, den haben wir jetzt schon ein, zwei Mal gesehen. Selbst Gelati kann sich das jetzt hier schon ausrechnen. FSV erobert den Ball. Wenn sie nicht wissen, wo mit dem Ball, dann spielen sie den immer lang auf Gibson auf die rechte Seite und der köpft ihn dann zurück in die Mitte. Michel sagt nochmal an, dass 2 Meter weit hinten angeworfen werden soll. Das ist nicht geschehen. Gottwald und von Schröter nun im Ball. Manu jetzt. Sehr gut, Lenny. Sehr viel Raum. Tomic kommt jetzt langsam zu ihm hingetrottet. Ja gut, das war ein Foul. Das muss sie eigentlich pfeifen. Hat sie aber nicht. Jetzt können sie zu einem schnellen Gegenstoß kommen. Durch Groß Asbach. Nehmen wir Gibson mit. Bring ihn mal in die Mitte. Die Köpfe dran vorbei. Zweiter Ball. Na? Geht an Gibson. Ja, sehr gut hier gelöst von Robin Williams. Ach. Einwurf nun für die Gäste in Rot. Gibson hier 30 Meter von der Eckfahne entfernt. Sehr gut gelöst von Azok hier auf Gütschel. Gütschel jetzt in der Vorwärtsbewegung. 3 gegen 3. Franjic auf der rechten Seite mit, vorne noch Öst. Franjic bekommt den Ball. Franjic bekommt den Ball. Ivan, das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Versucht hier den Doppelpass auf Gütschel, aber der misslingt. Gessi jetzt wieder am Ballbesitz. Messina hier auf der rechten Seite ist Schick, der jetzt den Kapitänsbinde von Gretzky ja vorhin übernommen hat. Sind wir fröhlich. Messina. Ja, fröhlich. Ja, und irgendwie gerade zu wenig Bewegung beim FSV. Langer Ball Richtung Schick, aber nee, Richtung Leverenz, der jetzt hier auf der rechten Seite zu finden war. Wo wir uns mit dem Koffer bei der Zwischenbauern haben, können den Ball erobern. Kelati, Hurst und der FSV verliert wieder den Ball. KV-Spiel von Robin Williams. Und gelb für Robin Williams. Ja gut, das ist keine gelbe Karte. Keine gelbe Karte. Ich glaube, er trifft ihn schon, aber sehr, sehr, sehr wenig. Ist das eine gute Freistoßsituation? Auf jeden Fall. Okay. Ärgert mich immer noch die Situation, gerade eben mit Ivan und Arif. Ja. Eine sehr, sehr gute 1 gegen 1 Situation von Ivan und da zu früh den Doppelpass gesucht. Ja. Ich versuche in Sachen Standardsituation ein bisschen was von dir zu lernen heute. Du hast ja deutlich mehr Freistöße schon in die Mitte getreten als ich. Spielt der FSV da Mann gegen Mann oder spielen sie Raumverteidigung? Spielen Mann gegen Mann, oder? Mann gegen Mann, da wird durchgeschoben, ja. Sehr guter Ball. Oh, geht glücklicherweise von der FSV und allen Glück vorbei. Gehabt, ja. Da gegen Schick war das nicht richtig zur Stelle. Knapp eine halbe Stunde jetzt gespielt. Ein gutes Regionalligaspiel. Gab jetzt nicht so deutliche Torchancen. Also es gab schon ein, zwei gute Situationen, aber es war noch nicht so ein großes Offensivfeuerwerk. Jetzt können wir nicht schnell gehen. Williams hat Zeit. Bring den Ball sehr gut in die guter Mitte. Ball. Und da ist es. Da ist es. Gelati, den bringt er nicht richtig an. Den bringt er nicht richtig an. Das ist zu wenig. Messina jetzt in der Vorwärtsbewegung. 100, kann er rechts hier. 100%ige Chancen. Er hat den Ball gut angenommen, aber hat ihn dann nicht verarbeitet gekriegt, ne? Ja, Foulspiel hier von Tomic. Wir gehen zu schlampig mit den Chancen um, das ist Wahnsinn. Ja. FSV nun wieder in der Vorwärtsbewegung, rechts über Reuter. Mit dem Ball in die guter Mitte. Guter Ball, da ist er. Hörst. Da ist er. Ah, Abseits, Hörst im Abseits. Das aber... Schiedsrichterin Michel zeigt an und alle haben es sofort gesehen. Hier sprangen die Fans um uns herum auf. Aber jetzt bin ich gespannt. Ja. Da stand er definitiv. War eine klare Sache. Ja, war eine klare Sache.
Also guckst dir gerne nochmal später, du kannst dir später sowohl die Highlights als auch das Relive auf unserem YouTube-Kanal angucken, wie du es jetzt hier aussehen wirst. Achte nochmal genau, weil Reuter schlägt jetzt den Haken und jetzt kommt der Ball rein. Ja, minimal aber. So deutlich war es jetzt nicht, glaube ich. Doch, also ich würde sagen, ja. Doch, ich glaube, es war schon ein halber Meter bis Meter. Das war jetzt nicht knapp. Aber der FSV kommt dem Tor näher. Nehmen wir es mal positiv mit. Auf jeden Fall. Und es war so ein Diagonalball, ne? Wie genau. Du gesagt hast. Williams. Wird von Schick angelaufen, muss deswegen abdrehen. Bootmanger. Ja, Wahnsinn, was denn für ein Ballgefühl hat. Das ist auch der, wo man den Eindruck hat, da spielen die Mitspieler halt hin, wenn sie nicht sicher sind, was wir gerade mit dem Ball machen wollen, ne? Ja, Manga kann es immer anspielen. Arif Gütschlö. Weiterspielen, okay. Kein Vorteil daraus entstanden. Robin Williams wurde hier gefoult und es gibt Gelb für Gibson. Schon die zweite gelbe Karte in diesem Spiel. Das ist, glaube ich, der Außenverteidiger von denen, richtig? Ja, Rechtsverteidiger. Ja, genau. Da musst du jetzt drauf gehen. Wenn der schon gelb verwandt ist, musst du drauf gehen. Du musst eine rote provozieren, ist so. Hast jetzt dafür 60 Minuten Zeit. Ein dreckiges Fußballgeschäft, oder? Ja, so ist es leider. Als Außenspieler musst du jetzt 1 gegen 1 suchen gegen so einen. Das ist wie in der NFL, dass du immer gegen den Rookie wirst in der Verteidigung, ne? Es ist echt einfach so. Ich kann mich daran erinnern, es gab vor Jahren mal ein Spiel, da glaube ich, Dortmund bei Atalanta Bergamo gespielt. Ja. Und die haben irgendwie, die Bergamoer haben irgendwie den Pisscheck, glaube ich, als schwächsten, oder den Schmelzer, als schwächsten Dortmunder ausgemacht, haben jeden Ball links nach vorne geschlagen, nur um gegen den zu spielen. Der hat 45 Minuten nur gearbeitet, weil jeder Ball über seine Ecke kam. Interessante Situation hier. Franjic bekommt den Ball vom Manga. Muss aber jetzt gehen. Gut jetzt so, gut so jemand. Sehr gute Aktion. Er wird nochmal verlängert von dem Roten, deswegen geht er einfach nur durch. Der Manu, ja, sehr gut. Williams entschärft die Situation hier, indem er auf Reuter zurückspielt. Kapitän Endres nun am Ball. Warte, bis Gottwald zurückkommt. Gütschlö, ja, klarer Tritt hier in die Seite von Tomic. Da geht aber auch kurz die Luft aus den Rippen, oder? Wenn er so einen abkriegt. Ja, natürlich ekelhaft. Das Spiel geht jetzt weiter. Mangafic. Kelati. Gütschel kann diesen Ball vielleicht stibitzen. Nein, er läuft durch zur Reule. Ich finde, der Erklärungsversuch an einem anderen roten hängen geblieben war. Aber bisher. Ja. FSV presst jetzt auch wirklich weit vorne. Azog steht hier Messina jetzt wirklich am 16er auf den Füßen. Franjic, sehr stark. Wie er den Ball dann direkt auf den Boden kriegt, den nicht verzendet, nicht auf den Gegenspieler spielt. Ah, der Ball von Azog landet aber in einem Bein eines. Sehr stark, also sehr stark. Der ist zu lang. Den einen Ball auf Robin Williams spielt er zu kurz, den spielt er zu lang. Hörst irgendwie im Ballverteilen noch nicht. Heute. Nee, noch nicht. Nicht auf der Höhe. Aber das einzige Tor des Spiels bisher geschossen, was leider abseits war. Ja. Gehring. Gibt's ein Spiel von Kelati, ja. Räumt ihn einfach schon von hinten um. Schiedsrichter Michel hat hier nochmal Gespräch mit Gehring. Zwei Köpfe Unterschied zwischen den beiden auch. Gering sieht so aus, als würde der nächste Staffel Bachelor den Bachelor spielen. Kompliment, ey. Er ist ein hübscher Typ. Kompliment. Ja. Und hier hat er Haare tätowiert. Ich würde es mir angucken. So. Also jetzt hervor zu Wirkung. Links Kelati. Sehr gut. Sehr gut. Du jetzt links Zeit, Adolf. Du hast Zeit, Junge. Lässt Gehring aussteigen, bringt den Ball aufs Tor, aber Reule müsste da dazwischen gewesen sein noch.
mit einer Hand. Nein, war nicht dabei, geht einfach so drauf vorbei. Nee, Reule zeigt an. Er zeigt ja was an. Ich glaube, er ließ sich gerade dafür feiern, dass er die Hand noch weggenommen hat. Gute Aktion vom Arif. Ja. Messina. SV, wie gesagt, steht jetzt deutlich weiter vorne. Versucht, die Gegner im Spielaufbau zu stören. Gütschlü gewinnt da nicht den Zweikampf gegen Messina. Zu weit, der ist zu weit. Ja. Gut, zu Männer. Einmal für den FSV. Auch wieder hier der lange Rettungsversuch von Reule. Wieder auf die rechte Seite. Wenn ich weiß, sagt der, deckt der sich, spielt lange auf den Gipsen. Das trainieren die vermutlich jede Woche. Manga-Feature mit einem interessanten Ball. Hummel kann den Ball aber von Azor klauen. Azor klaut den Ball aber zurück. Reuter, der sich da defensiver positioniert hat, bekommt den Ball. Ach. Problem war, der war weder gut für Franjic noch gut für Hurst. Das war jetzt immer einen Schritt zu weit hinten. Ja. Verlagert das Spiel auf rechts, da ist Tomic. Hummel. Leverenz gefoult von Mangavic. Ach. Ja gut, aber das ist zu klein. Du musst da nicht gelb geben. Das ist sein erstes Foul im Spiel gewesen. 36 Minute, gelbe Karte für Mangavic. Also gelb dort ist unnötig. Ist das eine gute Freistoßsituation? Absolut. Absolut. Ich glaube, das sind gute 25 Meter. Direkt drauf, oder? Eigentlich schon. Aber ich glaube, der 10er Ball für die Standards zuständig. Gräbt hier, ja. Der ist jetzt unten. Bin gespannt, wer es macht. Ich sehe da Tomic. Ja, der hat den Ball jetzt zurechtgelegt. Oder Messina schiebt ihn jetzt mit viel Anlauf im Roberto Carlos-Style volle Wucht drauf. Nee. Das glaube ich euch, dass ich das hinten habe. Tomic jetzt mit dieser Freistoßsituation. Kein Problem für Daniel Endres. Viel zu zentral. Manu. Langer Ball hier auf Hurst. Der FSV spielt den Ball jetzt zweimal zurück. Aber lieber haben und als nicht haben. So sieht's aus. Spielst du gerne Ballbesitz oder spielst du eher wenig Ballbesitz? Nee, eher Ballbesitz auf jeden Fall. Technisch gut angenommen hier, aber gibt's dann vor Kelati. Das ist gerade so ein bisschen zu unsauber mit dem FSV, zu unpräzise. Ja. Gestern haben wir jetzt hier den Ball. Hummel bringt den Schuss aufs Tor. Endres hat ihn. Boah. Stark von Mann, heute. Sehr, sehr stark. Sehr guter Ball auf Julian. Also, hätte ich jetzt auch gesagt. Einwurf verliert den Ball dann die Seite noch von mir. Bisschen auch ohne Not eigentlich, dass er den Ball verliert, oder? Ja, ich glaube, der Ball war schon im Aus, hat ihn im Aus angenommen. Gottwald. Noch 7 Minuten bis zur Pause. Steht hier weiter 0-0. Ohne Not, der muss nicht sein, aber. Ach. Franjic war da schon 2 Meter weiter, als Gütschel dachte. Reuter gewinnt zwar zwei Zweikämpfe, aber Messina bekommt den Ball. Jetzt hier Gibson. Tomic. Jetzt hier rechts neben der Box. Williams blockt den ersten. Kelati gewinnt den zweiten. Stark, Anno, sehr, sehr gut gelöst. LSV löst das jetzt hier spielerisch. Williams, zieh mal ein bisschen an. Ivan, sehr gut. Jetzt haben wir Platz. Links, Gütschel. Links der Gütschel, sehr viel Platz. Aber Arp ist zu weit außen. Den kriegt er. Gütschel. Und Tor! Stark. Tor für den FSV Frankfurt. Super Aktion von Ivan, super Aktion, ehrlich. Der Franjic
Macht so das muss gut es sein, in der Mitte, verteilt er den Müll links gut auf Arif Gütschel. Und jetzt läuft hier auch die Tormusik. Denn es ist Karneval in Bornheim. 1:1 für den FSV Frankfurt in der 40. Spielminute. Der Torschütze, die 9, Arif Gütschel. FSV hat die letzten 10 Minuten, Viertelstunde besser gespielt. Ich finde, diese Führung geht so in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Hier jetzt auch nochmal in der Wiederholung. Nein, noch nicht in der Wiederholung. Gleich in der Wiederholung. Und Hummel macht das zum zweiten Mal heute hier. Das Spiel anstoßen. Jetzt steht es ja 1:1. Jetzt ist der Ball drin. Wunderschön herausgespielt. Und eiskalt fertig. Jetzt geht das ganze Stadion an. Tomic. Foul von Kelati. Jetzt habe ich Gütschel vor dem Spiel hier angezählt. Ja, und ich hab's dir gesagt. Ich mach das nicht mehr. Vielleicht. Aber es bringt das von Glück, wie du merkst. Ja. Erzähl das unten in der Kabine weiter. Ja, mach ich. Messina verliert hier den Ball an Franjic. Jetzt wieder eine 3 gegen 3 Situation. Das ist ein Foulspiel von Messina. Ein weiter, ganz plumpes an Gütschel. Und ja, das ist ein noch plumperes Foulspiel. So, da gibt's die gelbe. Da gibt es auch nochmal gelb für Messina. Das ist schon die 4. gelbe Karte, die Schiedsrichter Michel hier verteilt. In diesem Fall an Messina. Ist das eine gute Freistoßsituation? Ich kann dich das den ganzen Tag fragen. Ich finde sowas immer schwer, weil du weißt irgendwie gar nicht, was du richtig damit machen sollst. Du bist irgendwie auf einer Distanz, wo du auf keinen Fall direkt drauf schießen kannst. Ist ein bisschen zu zentral. Genau, du weißt aber gar nicht, wie du den Ball sinnvoll verteilen kannst. Du kannst ihn aber auch nicht gut hinter die Kette chippen, weil du ihn dann direkt auf den Vormann bringst. Ich glaube, der wird auch nicht reingebracht. Ich glaube, das wird kurz ausgespielt. Ich glaube, der geht auf Mangavic links weg. Dachte ich. Ich glaube, der geht nach rechts. Auf Lenny. Von Schritte war hier auf jeden Fall der Zielspieler. Kelati bekommt den zweiten Ball jetzt hier links neben der Box. Sehr Manga gut. Mangafic läuft da sehr gut rein. Da kommt in die Mitte, aber noch ein rotes Bein als erstes dazwischen. Kelati mit der Schusssituation. Oh, Reule mit einer ganz starken Tat. Zweite Situation. Der Ball ist immer noch drin. Tor für den FSV! 2-0. Stark, Männer. Gottwald! Boah! Mit 180 km/h schnellt er ins Netz. Was eine Bude! Reule hier nochmal mit dieser bärenstarken Tat. Der zweite Ball und dann ist es. Super Abschluss von Lukas, ja. Gottwald. Komplett Risiko. Einfach drauf gehen. Ja. Entweder der geht irgendwie auf die Autobahn hinten. Bad Homburger Kreuz kommt er runter oder da. So sieht's aus. Ja, und auf einmal steht es hier 2:0 und das noch vor der Pause. Es hat ganze 3 Minuten, würde ich sagen, ungefähr gedauert, dass der FSV hier von 0:0 auf 2:0 umgestellt hat. Lukas Gottwald mit einem erneuten Heimspieltreffer. Arif Gütschel Tor und Vorlage. Hä? Arif Gütschel Tor und Vorlage, jetzt musst du ihn öfters vor dem Spiel kritisieren. Tomic, sehen wir nochmal eine Reaktion von den Asbachern vor der Pause. Kelati verliert hier den Ball, Turm springt in die Mitte, Mangafic dazwischen, kein Handspiel. Gehring, Reule, Hörst jetzt in der Nähe des Balls. Was macht das, wenn du so schnell 2 Buden kriegst mit dir? Euphorie pur, ne? Nee, wenn du 2 kriegst. Ah, wenn du 2 kriegst, meinst du? Ich dachte, wenn du 2 schießt, okay, das ist natürlich ärgerlich, bitter. Aber ich erinnere mich an das Spiel gegen Elversberg letzte Saison, wo wir 2-0 hinten lagen. Ja. Und das hat halt vieles in uns gemacht. Ne? Also wir sind danach wach geworden. Vielleicht wird es jetzt bei Großasbach genauso. Ich hoffe natürlich nicht. Foulspiel hier gepfiffen. Schiedsrichter hat den Vorteil laufen lassen. Freistoßsituation? Das ist eine gute Freistoßsituation, oder? Kannst du von links kommen, kannst den Ball mit Zug aufs Tor bringen. Ich sag bei sowas immer aufs lange Eck zielen. Und zur Not läuft er einfach durch. Ja. Auch ein sehr, sehr guter Ball. Scheiße. Ich will es ja nicht sagen, ne? Aber er hat gesagt. Ah. Tor für Sonnenhof Groß Asbach. Hier geht's richtig ab. Es ist wie im Handball auf einmal. Das ist zu einfach. Aber der Ball kommt natürlich auch sehr, sehr stark. Der war eine sehr starke Standardsituation. Der Torschütze ist die 4. Lukas Müller. Das ist zu einfach trotzdem. Ich komme gar nicht hinterher, die ganzen Sachen zu notieren, die bisher in diesem Spiel passiert sind.
war eine gut ausgespielte Standardsituation. Das war auch mal eine ganz widerliche Situation, oder? Der Ball kommt dann so auf den 5-Meter-Raum. Im Endeffekt kannst du gar nicht so viel machen, weil du musst eigentlich das Kopfballduell davor gewinnen. Genau, du musst einfach das Kopfballduell gewinnen. So an sich ist der Ball sehr schwer zu verteidigen. Gottwald, guter Pass hier auf Gelati. Schau versucht sich hier nicht vom Gegentreffer mal eindrucken zu lassen. Robin Williams, Bären stark mit der Fußspitze dazwischen. Muss jetzt aber abdrehen. Gelati kommt dazu. Guter Ball auf ihn. Gelati jetzt gegen zwei, jetzt braucht er Hilfe. Die Hilfe kommt hier in Form von Ivan Franjic, der jetzt kein Foul spielt. Leider nicht, aber gute Aktion. Ja. Mangafitsch bekommt den zweiten Ball. Jetzt wieder Ruhe. Das ist ein Foul, ganz klar. Das ist jetzt aber ein Foul von Tomic. Das ist eine sehr gute Freistoß-Situation, bevor du mich jetzt wieder fragst. Das würde ich auch so sehen. Jetzt können wir es nochmal aus dieser Perspektive sehen. Also vorhin, gut, der war 10 Meter weiter Richtung Außenlinie, ne? Aber wie gesagt, eigentlich ja, ungefähr, ich würde den immer aufs lange Eck drehen. Und wie gesagt, wenn da keiner reinspringt, springt er zur Not einfach durch. Ne? Also das ist, auch dadurch hast du ja schon eine Gefahr. Also ich sage mal wieder 11 Meter Punkt anvisieren. Ja. Gerade als Rechtsfuß von der Position. Und dann dreht der, also den Ball andrehen, weißt du? Und das macht der Ivan auf jeden Fall. Nachspielzeit haben wir hier leider nicht mitbekommen. Kann aber nicht mal allzu lange dauern. Super Ball. Da ist er. Oh, ein rotes Bein dazwischen. Gibt es Einwurf für den FSV. Nein, den gibt es nicht mehr. Schiedsrichterin Michel sagt Pause. Hier steht es 2:1. Die letzten 5 Minuten war richtig was los hier. Der FSV hätte eigentlich früh schon führen müssen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass die Situation dann gemacht werden musste. Die Tore erzielten dann Kütschlü und Gottwald für den FSV und Müller für die Gäste. Was du denn? Fazit zur ersten Halbzeit. Auf jeden Fall sehr ansehnliches Spiel. Ging jetzt viel hin und her, aber ich sag mal so, wir haben viel mehr vom Spiel gehabt, ging auch verdient in Führung, auch in der Höhe mit 2-0. Kassieren dann unglücklich das 2:1. Ja, müssen jetzt sehen, dass wir in der zweiten Halbzeit direkt gut drin sind und den Gegner nicht stark machen. Ne? Ja. Ich glaube, dem gibt es wenig hinzuzufügen. Wir haben 4 gelbe Karten gesehen in der ersten Halbzeit. Das wird sich auf die zweite Halbzeit bestimmt noch auswirken. Ich hoffe, dass Daniel Endres, der hier gerade vom Platz geht, der hat es wohl ein bisschen mit den Beinen. Er hat ja vorhin den Abschlag mal abgegeben, was, glaube ich, sonst so nicht seine Art ist. Ja, nee, ich glaube, dem Eggers geht es gut soweit. Ja, er ist einfach nur alt. Ist halt nicht mehr der Jüngste. Genau. Und wir werden uns jetzt in der Zwischenzeit ein Heißgetränk holen und hier eine kurze 10-minütige Pause für euch anlegen. Und dann sind ihr, Abdavish und ich zur zweiten Halbzeit wieder für euch da. Bis gleich. Bis gleich. We'll be right back.
Da sind wir wieder. Ihr habt jetzt noch die Kopfhörer auf. Mikrofon richten. Hallo. Hast du so Halbzeitrituale? Nee, eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, auch Unsinn, oder? Man ist so im Spiel drin und so am Quatschen und da musst du aufpassen, was der Trainer sagt. Und was. Genau, zu viel ist auch nicht gut. Richtig. Hier sehen wir jetzt die Mannschaften der Gäste. Die Mannschaft, die Spieler der Gäste. Ist ein bisschen zu laut, glaube ich. Bei mir, also Mikrofon. Ich bin zu laut? Ich habe mich sehr laut gehört. Achso, du kannst dich hier selber runterdrehen. Also okay. Hier ist quasi dein Empfang, da kannst du dich selber hoch und runter. Aber du hörst mich ganz normal, ne? Ich höre dich ganz normal. Okay, sehr gut. Alle kommen gut raus hier, sehr gut. Alle kommen hier groß raus beim FSV Frankfurt. Ausgezeichnet. Ja, wir haben auch vorhin die Zwischenstände gesehen.
gab es ja ein einziges anderes Tor. Alle anderen Spiele noch 0-0. Gestern Abend gab es ja schon ein paar Spiele. Ulm haben gestern gespielt, Kickers haben gestern gespielt. Ulm hat gestern verloren, ja. Ja, 1-2. Und hier kommt die Mannschaft des FSV Frankfurt jetzt zurück auf den Rasen. FSV wird jetzt anstoßen. Wir erinnern uns, zur Pause steht es hier 2-1. Alle Tore sind ab der 40. Spielminute gefallen. Ging ja so richtig ab. Davor war es ein gutes Regionalliga-Spiel. Genau, es war ordentlich. Bei den Gästen musste Gerezki ja ausgewechselt werden. Er hatte sich da vertreten. Gute Besserung nochmal an dieser Stelle für ihn. Ist Gehring ins Spiel gekommen. Und genau, die Tore erzielten Gütschlü und Gottwald sowie Müller. Hörst du mit dem Anstoß hier. Hier sehen wir nochmal in der Großaufnahme Schiedsrichterin Frau Michel, die bisher schon 4 gelbe Karten verteilt hat. Wir erinnern uns nochmal kurz, auf der FSV-Seite waren es Mangafic und Williams und auf der Gästeseite waren es Messina und Gibson. Soweit alles, die Vorzeichen für die zweite Halbzeit geklärt und hier sehen wir Mangafic am Ball. Langer Ball hier auf Hurst. Geht ihn zwar durch, aber Müller sammelt ihn da ein. Dann wird auch gleich weiter vorne gepresst. Wie geht man nach so einem 2-1 aus der, also wenn man jetzt die Gästemannschaft ist, wie kommt man da aus der Kabine? Denkt man sich, jetzt müssen wir jetzt schnell den Ausgleich erzielen? Doch eigentlich versuchen die jetzt Tempo zu machen, oder? Eigentlich schon, ja. Also ich kenne das nur so, dass man dann motiviert ist, bis in die Haare schwitzen und so schnell wie möglich das 2-2 erzielen will. Was kriegt man vom Trainer gesagt, wenn man 2-1 führt in der Kabine? Ja, dass man halt genauso weitermachen soll und dass das, ja, ich denke mal jetzt bei uns in der Situation, dass das Tor halt sehr, sehr unglücklich gefallen ist. Aber nichtsdestotrotz wir noch mit 2-1 führen und ja, Ruhe bewahren sollen, ne? Ruhe bewahren und weiterspielen, nicht das Spiel einstellen und sich jetzt hinten reinstellen. Ja. Gelati erobert hier im Zusammenspiel mit Williams den Ball, verliert ihn dann aber. Da kommt jetzt in die Mitte, aber kein Problem für Endres. Du wirst auch gegen Stuttgart 2 nicht fit sein, das ist ja der nächste Auswärtsspielgegner des FSV. Dienstag, richtig? Ja, richtig. Ja. Ärgerst du dich, dass du nicht gegen Dominik Notenhagen spielen kannst? Oder hast du da zu viel Respekt vor dem? Nein, ich ärgere mich natürlich. Gegen Dom hatte ich immer gute Duelle, auch im Training. Deswegen hätte ich natürlich auch sehr gerne jetzt gegen ihn gespielt. Aber ich denke mal, also ich hoffe mal, dass der Andu bzw. Ivan ihm das Leben auch so zur Hölle machen werden. Richtig. Stuttgart hat ja auch Luca Bazzoli hingewechselt. Stimmt, genau, ja. Luca ist auch noch da. Aber der nicht so viele Startelf-Einsätze gehabt hat wie Dominik Notenhagen, der ist ja auch Kapitän geworden, der zweiten Stuttgarter Mannschaft. Aber zu Recht, der hat ja auch dort bisher sehr konstant gespielt, so was ich mitbekommen habe. Letztes Jahr bei uns ja auch sehr stark. Reutle kommt hier mit nach vorne. Sehr gut, Andu. SV hält hier den Ball. Kühn ist sehr stark im Zweikampf. Mann, wie führt Tennen den Ball zu einfach wieder? Ja, vor allem fehlt Gottwald jetzt hinten, aber den erobert er noch. Schick, Kühn. Und übers Tor. Da sieht man, warum Kühn Außenverteidiger spielt. Kelati. Messina ist sehr lauffreudig bei den Gästen.
finde, er ist einer der Stärkeren auf der. Auf jeden Fall. Ich glaube, der ist auch bei den Dreh- und Angelpunkten, seitdem der Zehner unten ist. Ja. Läuft viel über ihn. Einwurf für den FSV. Also wir müssen jetzt schauen, dass wir auf das 3-1 gehen. Weil sonst wird es ein sehr, sehr schweres Spiel bis zum Ende. Robin hier den Ball mit Schick. Schick jetzt in der Vorwärtsbewegung. Azor kommt noch dazwischen. Kühn kommt mit. Sehr stark gemeinsam gelöst. Reuter. Zurück auf Endres. Und dem verspringt der Ball. Hat man richtig gesehen, wie der das Poppeln anfängt. Das sieht man, ja, das sieht man. Und bin ich noch davon gekommen hier mit dem Einwurf aus dieser Situation. Den traf er einfach so gar nicht. Wenn wir jetzt hinter dem Tor des FSV Frankfurt auch die Einwechselspieler sehen, die sich warm machen. Glaubst du, wer heute eingewechselt wird? Also ich denke, dass der Sommer heute kommt. Budenski kann ich mir vorstellen. Und der Bahatin, Karan. Mhm, glaube ich auch. Aber je nach Spielverlauf könnte ich mir auch vorstellen, dass der Aliou vielleicht reinkommt, um das Ergebnis zu verwalten. Ja. Kühn. Messina. Langer Ball, aber nur auf Endres. Mangafic. Verfolgt von Schick. Reuter jetzt gegen Kühn. Sehr gut, Manu. Sehr gut. Kelati. Bringt den Ball nochmal durch. Das ist Reuter. Aber oh, Reule ist dazwischen. Zweiter Ball geht an FSV. Banjic und Azuak sichern den Ball ab. Gute Aktion, Azar. Kelati ohne Gegenspieler. Kelati jetzt parallel zur 16er Kante unterwegs. Azuak, Schusssituation. Reule dazwischen. Eckball von FSV. Gute Aktion. Das Problem war, dass sie dann sich geeinigt haben darauf, dass sie gerne Zugriff auf den Kelati hätten. Und dann konnte Azuak aus 20 Metern mal aus zentraler Position auch mit dem starken Fuß direkt draufhalten. Ne? Das ist stand einfach gut. Muss er probieren. Nun die Eckballsituation hier für den FSV. Von der rechten Seite. Zweite Ecke für den FSV, Robin Williams. Ist zu flach. Dritte Ecke gibt es folgerichtig für den FSV, weil Schick den Ball gegen die Würstchenbude auf der Südtribüne knallt. Kurz ausgeführt, Franjic bekommt den Ball. Guter Ball. Läuft aber durch. Kelati bekommt ihn auf der linken Seite. Gottfried bietet sich links an, Kelati schlägt ihn aber direkt rein, aber Reule. Stehen aus der Luft und versucht das Spiel schnell zu machen. In diesem Fall über Leverenz, der schon 5 Saisontore hat. Gut, Lenny, sehr stark. Und jetzt schon mit dem langen Bein nach vorne. Den hat er erobert gegen Leverenz. Sehr stark, jemand. Na, das ist Daniel Endres dann halt, ne? Hummel läuft nach vorne, nach rechts. Daniel Endres nimmt das Tempo raus. Bringt den Ball sicher auf den Boden. Aber dann nur auf Messina. Kühn. Hier der eingewechselte Gehring. Hummel ist jetzt in der 16er. Von Schretterbrühl das Ding erstmal weit übers Tor. Das sah nicht gut aus. Das sah gar nicht gut aus. Aber es gibt nur Ecke für die Gäste. Gott sei Dank trifft er satt. Glücklicherweise trifft er den satt. Eckballschütze ist hier Leverenz. Während wir sehen, dass Gibson liegen geblieben ist. Scheint sich verletzt zu haben, ne? Ja, auch bei den Gästen gibt es mittlerweile Warmmacht-Tendenzen. Da gibt es 3 Spieler, die sich warm machen, aber keiner läuft jetzt zur Bank rüber. Hoffen wir, dass Gibson weiterspielen kann.
Er scheint Schmerzen zu haben. Hier sehen wir die Pugnatoris in ihrem gewohnten Block. Gibson steht zumindest wieder. Wird jetzt hier von dem Physiotherapie-Team vom Platz geleitet. Kommen wir zurück zum Spiel. Leverenz mit der Ecke. Dritte Ecke der Gäste. Müller versucht hier mit dem Kopfball, aber links dran vorbei. Ah, die wechseln gleich dreimal. Deswegen stehen da hinten nur drei Spieler, das habe ich gar nicht mehr gesehen. Ins Spiel kommt jetzt die 14 Karatas, die 19 Brändle und die 21 Held. Vom Platz geht auf jeden Fall Kühn, das ist der Erste, der hier jetzt abschlägt. Dann Messina, der uns eigentlich am besten gefallen hat bisher bei den Gästen. Und ich würde sagen, Gibson, der dürfte auf der Gegenseite einfach mit runtergegangen sein. Nee, der kommt hier gerade runter. Ah, gut. Aber er geht auf jeden Fall vom Feld. Also die Außenverteidiger und der Sechser dürfen hier den Platz räumen. Wie gesagt, jetzt Brendle, Karatas und Held im Spiel. Brendle orientiert sich hier auf der Linksverteidigerposition. Held auf die Rechtsverteidigerposition. Tomic orientiert sich auf die 6. Und Karatas auf die rechte Position, die vorher Tomic eingenommen hat. Brändle. Leverenz. Sehr gut dabei. Leverenz gegen von Schrötter. Gottfall mit dem Fuß dazwischen. Richtig. Ui, ey, das ist... Das tat weh! Das ist ganz klar eine gelbe Karte. Gelb hier für Müller. Und da ist er noch billig davon gekommen. Beide gleichzeitig abgeräumt, oder? Küchen liegt da noch am Boden. Mangafit steht. Wir ziehen erstmal die gelbe Karte hier für Müller. Gütschel steht mittlerweile auch. Auch ohne Einsatz des Physiotherapeuten Basti. Gott sei Dank, ja. Läuft auch wieder glatt durch. Scheint halb so wild zu sein. Müller hat ihn ja alle Energie beide abgeräumt. Ist echt. Auf jeden Fall, ja. Glaubst du, das Spiel wird jetzt ein bisschen... ja, doch, glaube ich auch. Genau das wollte ich gerade sagen. Zerfahren, ja. Jetzt zerfahren und aggressiv. Ne, also deswegen, also wir müssen jetzt umso mehr die Ruhe bewahren. Und wie schon gesagt, wir dürfen den Gegner nicht stark machen. Gute halbe Stunde ist ja noch zu spielen. Bornheim weiter mit einem Tor Vorsprung. Liebe Kelati. Sehr stark. Azak. Sehr guter Ball, Azak. Franjic, kickt das immer mit. Überragend. Reuter, komm mit. Franjic wird aber von Brendle gestellt. Und Brendle macht das dann geil, sehr geschickt. Gewinnt dieses 1:1 hier und holt den Einwurf für seine Mannschaft raus. Foulspiel hier, ein Freistoß für die Gäste. Kelati erobert diesen Ball. Azak, Mangafic. Franjic. Jetzt kommt Kelati mit. Ecke für den FSV. Gute Idee von Andu. Hatten jetzt einfach eine Überzahlsituation, dadurch, dass Kelati einfach auf der rechten Seite mit dabei war. Genau. Die beide Außenspieler auf einer Seite waren. Freistoß, Eckstoß jetzt für den FSV. Williams kurz steht. Franjic bekommt den Ball. Ball läuft jetzt schon wieder rein. Williams. Der dürfte an allen vorbeigehen. So ist es auch. Und Reule mit dem Abschlag. Hallo,
Gestern wird schon viermal gewechselt, der bis vorhin noch gar nicht. Da haben wir Held, der war auch schon eingewechselt. Schick. Angerfitsch, ja, wird da von Schick aus dem Tor. Sehr stark, Manger wieder. Nicht vom Ball zu trennen. Vranjic, rechts kommt Reuter mit. Einwurf in FSV. Ja, er kann Brendle so viel anzeigen, wie er will. Einwurf für, ja, den FSV. Ging ja schon so ein bisschen Richtung Handgemenge, aber ein Foulspiel war es nicht. Halbe Stunde, gestern wie gesagt schon viermal gewechselt. Deutlich frischer, aber vor allem auf den Außenbahnen natürlich gewechselt. Also sowohl Kühn als auch Gibson sind runter. Held und Brendle jetzt auf den Außenverteidigerpositionen. Glaubst du, die versuchen darüber mehr Druck zu machen, mehr Tempo auf das Spiel? Ja, auf jeden Fall. Die müssen ja agieren. Mangafitsch macht das da einmalig. Leverenz schaut nur hinterher. Zu einfach, Lukas. Also, es ist einfach ein grandioser Balldieb, der Typ. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Aber wir geben den Ball auch wieder zu schnell ab. Ja, aber den gibt's nochmal zurück. Hier, über den Einwurf. Und das schlecht an. Während der Sanitätshaus Förster hier die Zuschauerzahl am Bonner Hang präsentiert, während Mangafitsch sich auf dem Vorwärtsgang befindet, aber Gehring nur anpasst. Es gibt 899, also es fehlen noch 1000 bis zur Vereinszahl. 899 Gäste hier heute am Hang. Reuter hat sich hier wehgetan. Verkrampft man dann auch einfach wirklich schnell, sobald man ihm wieder... Sieht Schlag aus wie ein Krampf, ja. Einwurf nun über Brendle. Reuter läuft weiter. Gehring bekommt den Ball. Wird angelaufen von Gütschlü. Hält. Kommt rechts mit zurückgeeilt. Lebens hat er noch einen Fuß dazwischen. Hummel, der läuft durch bis zu Endres. Ja, der jetzt alle Zeit der Welt hat. Gütschl hat ja Glück, dass er eigentlich wegrutscht. Weil er dann den Ball aufnehmen kann. Brendle ist da mit dem Fuß dazwischen. Es müsste Eckball geben. Und das sieht auch Schiedsrichterassistent Kaufmann so. Eckball für den FSV. Vielleicht kann der FSV jetzt auf 3 einstellen. Dann wäre das Spiel hier deutlich entspannter. Auf jeden Fall. Vranjic und Williams stehen da im Verbund. Vranjic wird den Ball reinbringen. Bisschen zu weit und im Aus, ja. Verschenkt eigentlich, oder? Sowas ist dann immer ärgerlich. Brendle, Leverenz, Tomic. Tomic jetzt gegen 2, Tomic verliert den Ball. Mangafitsch. Ein selten plumpes Vorspiel von Tomic. Der gerade seine Nerven noch zusammenbehalten kann, den Ball nicht wegschmeißt. Herr von Schrotter hat bisher wenig auf die Knochen bekommen in diesem Spiel, möchte ich sagen. Normalerweise liegt er immer pro Spiel einmal, ne? Das ist ja oben auch so der Running Gag bei uns mittlerweile. Also wenn einer irgendwann mal richtig auf die Nase bekommt, ist es immer länger. Aber ist immer so, dabei der auch am meisten ausfällt. Ja, aber heute dann noch nicht.
Kelati. All zurück. Azorak läuft durch bis zu Endres. Oh, das ist, weißt du, das ist genau Daniel Endres, ne? Anstatt ihn einfach wegzuprügeln, spielt ihr den auf den nächsten. Wenn wir an der eigenen Eckfahne angekommen sind, Leute, ne? Abschlag, komm. Jawohl, ey, was eine Szene. Ist auch so fürs Highlight-Video eine Szene, oder? Na, ganz ehrlich, spielt sich hinten selber rum, ja? Und dann holt sie noch einen Abschlag raus. Ich sag auch Sommer kommt klar jetzt nächstes beim FSV. Ich glaube, für Kelati ist gleich Schluss. Ich kann mir auch vorstellen, dass er so wechselt. Das Spiel geht jetzt weiter. Er läuft einfach durch. Keiner möchte ihn. FSV jetzt im Ballbesitz über Hurst. Geringer ohne Gegenspieler beim Kopfball. Kelati versucht nun Fröhlich zu stellen. Jetzt geht's nach vorne für Müller, der aus der Innenverteidigung rauskommt, das Spiel jetzt breit macht auf Schick. Schick bringt den Ball rein, aber übers Tor. Schwierige Situation für Reuter, fand ich gerade, weil effektiv kann er entweder, also er muss halt irgendwie zum Ball gehen, ne, muss den Gegner stellen, war schon, wenn er dann einen halben Sekunden länger ist, ja, Sommer kommt jetzt vorbei, haben. Müsste gleich durchs Bild laufen bei euch. Ja, aber wie du schon sagst, gefährliche Situation gerade mit Manuel. Für mich sah es aus, dass er ihn berührt, wenn er sich fallen lässt. Ja, ne? Hab ich auch gedacht, so eine Sekunde. Und deswegen ist er da mit dem Abschlag echt billig davon gekommen. Ja. Hummel. Tomic. Stark, Lenny. Kelati. Schiedsrichter zeigt Vorteil an. Nicht so breit, Ivan, nicht so breit, Ivan, nicht so breit. Ivan sehr rechts jetzt neben der Box. Bringt den Ball in die Mitte. Aber man tut dazwischen. Er bekommt den zweiten Ball wieder. Mangafit bietet sich an. Dann muss er schneller verarbeiten. Reuter bekommt den Ball wieder nach vorne. Kelati. Oh, das ist ein Foul. Ja. Das ist eine sehr gute Position. Tomic mit dem Foul. Und Tomic hat schon... Ja, noch nicht gelb. Ja, noch nicht gelb. Nein, Entschuldigung. Ich hab nochmal meinen schlauen Zettel hier befragt. Wer wusste das auch? Sommer kommt dahin, Spiel beim FSV Frankfurt. Kriegt ja auch unten gerade von Tim Görner die neuesten Infos. Ist das eine gute Freistoß? Das ist eine sehr gute Position, ja. Vor allem für den Linksfuß. Den Ball ein bisschen vorlegen, genau so. Man versucht aber, dass er wirklich oben auf der Grasnarbe liegt, ne, damit man gut runterkommt. Genau. Und nicht so tief drin sitzen. Deswegen dreht man den immer mit diesem Backspin weg, ne? Aber ich glaube, der bringt ihn rein, der probiert es nicht direkt. Ich glaube auch nicht, der fährt jetzt nicht aufs Bein. Williams, das ist zu wenig. Das war zu wenig. Reule nur mit dem Abschlag. Gute 20 Minuten noch zu spielen. Aber der rutscht weg. Reuter nimmt den Ball mit dem Fuß runter, sehr gut. Und Endres bekommt ihn. Der läuft durch, Brände nimmt den Einwurf. Schiedsrichterin Michel sagt, jetzt wird gewechselt. Hier kommt die 20. Yannick Sommer. Und für wen ist der Schluss? Für Jake. Jake Hurst. Ivan auf die 10, Sommer rechts, Ando links. Ja. Wir bedanken uns herzlich bei unserer Nummer 18, Jake Hurst. Und wünschen ganz viel Erfolg. Unserer Nummer 20, Yannick Sommer. Auf geht's, Junge! Oh, Brände. Brände nimmt den Ball zwar mit der Hand mit, aber aus der Distanz kein Handspiel.
Freund von mir, der pfeift. Und, oh, warte, jetzt geht der Ball schnell rechts raus auf Mangabe. Maser, der Ball muss kommen. Boah. Müller mit 1A Einsatz. Freund von mir ist da in Limburg, schießt sich da und von ihm lasse ich mich mal vor der Saison einmal briefen, was der so im Briefing mitgebracht hat. Das ist einfach diese neue Handspielregel. Macht zwar irgendwie auf der anderen Seite leichter, aber es werden halt viele Sachen erstmal nicht gepfiffen, die man vorher gepfiffen hätte. Ne? Ja, aber zu Recht, zu Recht. Ja, was soll der Brändler auch machen? Also kriegt er ja wirklich aus 30 Zentimetern genau an die Hand. Kann er ja nicht. So schnell kannst du nicht reagieren. Nein. Franjic macht das hier sehr gut und holt die Ecke raus. Sehr gut. Ivan heute mit einem sehr guten Spiel, sehr auffällig, läuft viel über rechts bzw. über linke Seite gerade eben. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Letzte Ecke war nix, wie sieht es mit dieser hier aus? Ja, ist gut. Gottwald, versuchst du den Schuss? Aber drüber. So sehen die mir bei FIFA auch mal aus, wenn ich dann im Schuss gestört werde, dann bin ich ins Nirgendwo. Zweiter Ball kurzzeitig auf dem Feld. Aber mittlerweile gelöst das Problem. Beule wird hier hart unter Druck gesetzt von Azuak. Gehring spielt die Linie lang. Und in diesem Zwischenraum ist jetzt keiner beim FSV Frankfurt. Jetzt kann Schieke mit dem Tempo aufnehmen. Hier rechts ein Mitspieler mit. Der jetzt in der Box ist. Schiedsrichterin sagt aber nichts. Spiel geht weiter. Fröhlich. Alle Spieler jetzt in der Bornheimer Hälfte. Brändle. Schick. Aber Daniel Enders. Warte Minuten noch. Endres sagt ab nach vorne mit euch, ich will euch hier nicht sehen. Ja. Oh, der zeigt, dass das noch im Bein hat. Sehr stark, Jürgen. Franjic heute viele solche Ballgewinner auch. Sommer, der wird aber viel zu hoch. Nee, Vergütschel, Verzeihung. Reuler hat das Spiel währenddessen schon wieder eröffnet. Müller hat den Ball, aber ist noch im 16-Meter-Raum. Der WSV drückt jetzt hier wirklich früh auch, ne? Guck's dir an. Gibt jetzt eine einzelne Pfiffe, ich weiß nicht warum. Reule scheint hier das Ziel der Pfiffe gewesen zu sein. Hummel, Brändle, Tomic, Sommer. Jetzt 1 gegen 1, GG. Nein, niemand. Sommer mit, warum nimmst du da Sommer mit? Ja, Sommer zu dauern. Oh. Kreineinsorgung, sagt besten Dank. Dritter, ordentlich nochmal in die Bande ist das Wort, das ich suche, danke. Bande. Müller, Tomic, Gehring. Die Trommel der Asbacher Fans wird jetzt auch sehr laut. Versuchen hier wirklich jetzt nochmal ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen. Dieser Zweikampf geht aber bisher an Gottwald. Kelati, Azuak. Kelati, Gütschlö. Sehr stark. Und jetzt die Seite wechseln. Jetzt die Seite wechseln, genau. Hummel. Hummel gegen Mangafic, Hummel mit dem Fauler Mangafic. Da muss er die gelbe Karte ziehen, ne? Ja, möchte noch mal Gnade vor Rechter gehen, Schiedsrichterin. Ja, beziehungsweise sie, ich habe er gesagt. Alles gut. Da muss sie die gelbe Karte ziehen. Das ist, glaube ich, nicht der Erste, der das durcheinander wirft, keine Sorge. Gütschel verliert hier den Ball an Tomic. Kehler hat sich noch mit dem Fuß dazwischen. Einwurf. Gute Viertelstunde noch. Mit der WSV reden mal sicher hinten absichern mit einer Einwechslung. Was denkst du? Ich kann mir vorstellen, dass Aliou noch kommt. Oder Budde. Ich glaube, es ist noch ein bisschen die Frage, wie die... Azuak grätscht hier ins Nirgendwo. Schick. Schick gegen 2. Verliert den Ball dann gegen 2.
ist die Frage, glaube ich, einfach, wie weit die Kondition bei Azuak und bei Mangafic noch reicht und die Konzentration, ne? Ja. Franjic, der hat auch einen ganz bombenstarken Spieler. Zwei Anspielstationen auf der rechten Seite. Reuter nimmt er mit. Den Ball zurück. Nee, das, dann ist war das, das zu wenig. Nein, das war auch wenn kein Foulspiel. Ist das zu wenig, ja. Nee, also das Problem ist einfach nur, dass der Gegner einfach geschickt in ihn reinläuft. Also wirklich geschickt, ne? Ja. Nicht plump und dann weiß er gar nicht wohl mit seinem Körper. Und dann, aber er hat die Laufenergie ja noch. Also er kommt ja nach vorne und dann fliegt er da auf einmal rum. Schiedsrichterin hat das hier richtig eingeschätzt. Tomic nur mit dem Ball. Sicher hinten rum, Müller jetzt am Ball. Hummel. Das Spiel hier breit. Karatas ist in der Mitte, aber von Schrötter sehr gut mit dem langen Bein. Es gibt sogar nur Abstoß. Aljoso Mané kommt jetzt ins Spiel. Und auch die Gäste werden nochmal wechseln. Bei den Gästen kommt jetzt Sadler gleich ins Spiel. Vincent Sadler mit der 6. Und der Lüders kommt bei uns. Und Lüders kommt beim FSV Frankfurt noch. Kommen wir erstmal zu Sadler. Sadler jetzt ins Spiel. Für ihn geht die 26 fröhlich vom Platz, der in der Innenverteidigung angefangen hat, sich dann auf die 6 vorgearbeitet hat und jetzt für ihn hier Feierabend. Sadler nun mit der 6. Auf der 6. Mein Gästen, aber die Heimmannschaft wirklich Aljoso Mané und Simon Lüders ins Spiel kommen, aber soweit ist es noch nicht. Es wird vermutlich einfach gleich die nächste Spielunterbrechung dafür genutzt. Daniel Endres legt sich den Ball nochmal zurecht. Treibt seine Mitspieler nach vorne. Mangafic. Franjic. Nein. Müller läuft ihn hier ab. Reule. Zweiter Ball muss an den FSV gehen. Gut gemacht hier von Güschlü im Zusammenspiel mit Mangafic. Sommer. Feinde steigt an, ich möchte den Ball haben. Den kriegt er auch. Steht er beim Abseits. Spannung nimmt jetzt hier auch nochmal zu, oder? Also es hat sich am Spielstand ja nichts verändert. Ja. Ich finde, beide Mannschaften sind jeweils von dem Tor ungefähr gleich weit entfernt. So von der, vom Spielanteil her. Ja, ich finde, wir haben aktuell ein bisschen mehr vom Spiel, aber nichts Zwingendes halt. Also wir spielen uns gut vor bis zum 16. und dann fehlen uns die Ideen oder halt der letzte Ball kommt nicht. Ja. Und Groß Asbach kommt nicht so wirklich nach vorne bisher. Da sehen wir jetzt Sadler. Versucht den langen Diagonalball, aber nicht zu erreichen hier. Verhält. Ich bin gespannt, wie der wechselt jetzt. Also für wen die beiden kommen. Ich glaube, Reuter geht vom Platz beim FSV. Von Schrötter spielt dann die Außenverteidigerposition. Savané zieht in die Mitte. Und auf der 6 werden sie Mangafic Stasorg rausnehmen, ne? Einen von beiden. Das kann sein, ja. Schauen, wie es kommen wird. Es gibt jetzt ja Einwurf. Ne, Freistoß für die Gäste, Verzeihung. Das ist Leverenz. Der auch schon 4 Vorlagen diese Saison hat übrigens. Ich glaube, vorhin noch die 5. schon gehabt hat nach dem Anschlusstreffer. Ja, der geht raus. Beim SV bleibt einer im 16er liegen. Azuak, ja, für den scheint es dann hier jetzt rum zu sein, vermutlich. Kannst du dir mal mindestens sagen, wie er gespielt hat, ne? Wenn du das von hier oben mal so beobachtet hast, das Spiel, da sieht man das Spiel auch ab und zu anders, oder? Kannst du ihm genau sagen, hier, das hast du gut gemacht, das hast du nicht gut gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es aber generell von außen auch immer einfacher, ein Spiel zu beurteilen oder zu bewerten. Auf dem Platz ist natürlich immer was anderes. Ja, da geht es alles viel schneller, da hast du gar nicht diese Übersicht wie von oben. Ja. Ich habe mir vorhin noch die U15 angeguckt, die heute gegen die Kickers gespielt hat. Was haben die gemacht? 3-3. Gutes Ergebnis? Ja, weil die Kickers haben noch kein Saisonspiel, alle Saisonspiele vorher gewonnen. Okay, dann ist 3-3, glaube ich, in Ordnung. Ja, kann man ganz gut leben.
Also was ich sagen wollte, war, ich habe an der Eckfahne quasi gestanden, ebenerdig. Mhm. Und ich kann dann hier, ich habe halt immer den Vorteil, ich sitze hier oben und kann die Entfernung halbwegs gut abschätzen, aber wenn du da unten stehst, ich habe jetzt das Gefühl, ich hatte den Vorteil, dass ich noch groß bin und noch über vieles drüber schauen kann. Aber wenn du da nicht bist, dann... dann wird es schwer, ne? Eine ganz andere Geschichte. Gehring hier in der Vorwärtsbewegung. Hansorg macht eine Pirouette auf dem Boden. Weil wird geblockt. Kelatia hält ihn erstmal. Weiß nicht, wohin damit. Bietet sich jetzt auch keiner richtig an. Hm. Schick lässt da Mangafitsch aussteigen. Leverenz verliert den Ball an von Schrötter. Von Schrötter hat aber keinen Mitspieler gerade. Ja, dann so einen Ball darfst du dann trotzdem nicht spielen. Nein. Es fehlt ein bisschen am Laufen gerade beim FSV, ne? Ja. Einfach die Laufleistung. Spielen eingestellt. Ja. 10 Minuten aber noch. Mangafitsch. Manga sehr stark, ja. Lässt wieder vom Brände. Mehr kannst du da nicht rausholen. Auch für Mangafitsch scheint hier langsam die Beinleistung abzunehmen. Mein MFSV macht sich jetzt unten bereit Lüders. Der steht nämlich neben dem Schiedsrichter, das ist denn Frederik Kaufmann. Während Mangafitsch noch die Krämpfe rausgedrückt bekommt von Reuter. Natürlich auch nochmal kurze Kaltgetränke an der Bank gereicht. Für Mangafitsch ist jetzt hier auch Schichtende. Simon Lüders übernimmt. Lüders hat mir in den ersten Spielen ja so richtig gut gefallen. Hat er in letzter Zeit nicht mehr so häufig gespielt. Zumindest nicht so, dass ich ihn gesehen hätte. Also. Ja, Lüders für mich persönlich den größten Sprung gemacht. Mhm. Kam ja auch, glaube ich, letzte Saison so richtig hoch. Ja. Hat sich sehr, sehr entwickelt. Groß Asbach kann jetzt hier nochmal richtig Tempo aufnehmen. Gut, dann. Gelati ist Gott sei Dank mit den Füßen dazwischen. Ganz wichtiger Zweikampf, aber dann wieder zu einfach hergeschenkt. Ja, das ist Tomic. Gott war mit dem Kopf dazwischen. Einwurf für die Gäste. Ja, knappe 10 Minuten noch zu spielen. Aliou Samané macht noch den Übungen vor der Bank. Schauen, ob er gleich noch ins Spiel kommt. Während Brennle nun am Ball ist. Verliert den Ball aber an Sommer. Müller wird unter Druck von Sommer. Kein Problem, aber sich hier rauszuspielen. Beim FSV kommt jetzt die Warmmacht-Truppe auch wieder komplett zur Bank zurück. Hilft uns nicht, die Einwechslung einzuschätzen. Gehring hält. Flacher Ball in die Mitte. Karatas. Kelati. Foulspiel von Karatas an Kelati. Ja. Sieht sich drin. Michel sieht das aus. So. Tempo fehlt jetzt gerade. Ne? Es fehlt jetzt noch so. Man hat das Gefühl, man erobert zwar die Bälle hin, aber dann läuft man sich nicht frei. Dann bietet man sich nicht an. Die einen können nicht, anderen wollen nicht. Ja. Gottwald jetzt mit dem langen Mal nach vorne Richtung Franjic. Müller schenkt den als Einwurf her. Na, jetzt gibt es den Einwurf nochmal ab an Williams. Ich würde es ja mal beeindrucken, wie von Schrötter die Einwürfe macht tatsächlich. Das finde ich mal irre. Ja, Wahnsinn, der kommt so weit. Ja. Ich habe schon gesagt, eigentlich müsste Robin Williams mal so im Kraftraum trainieren, die Oberarme, damit er einfach mal... Ah, ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Weißt also, ja, ich glaube nicht. Einwurf nun für die Gäste. Er hat heute den Ball da vorne vertändelt. Tomic. Kelati ist da schlau dazwischen. Nochmal Einwurf für die Gäste. Jetzt mal wieder zurück auf Gehring. Kelati. Wir geben die Bälle viel zu einfach her. Ja. Ja, wir gewinnen den Ball sehr gut und verlieren ihn auch direkt wieder. Ja. Reule hat jetzt hier wachsen Dicke von der rechten Seite, spielt den Ball nach links.
Brändle. Ah, der denkt sich, aber ich will den Ball gar nicht auf meiner Seite haben. Hier, Gehring, nimm du ihn. Ich will ihn nicht. Ich laufe erstmal 14 Meter nach vorne, um ihn dann als Diagonalball zurückzubekommen. Und genau das passiert jetzt. Sehr stark, Simon. Lüders gegen Schick. Sala hat den Ball da nach vorne gechippt. Gehring. Bleibt einer liegen. Hummel liegt am Boden. Ja, aber die haben selber weitergespielt. Müssen auch weiterspielen. Gut, Willi. Ja. Treib den Ball, Junge. Nein, nicht so ein Ball dann. Kann es froh sein, dass er ihn nicht im Abseits angespielt hat. Das war nämlich auch dünn. Wie schön, mehr Ball in die Mitte. Gelati, kannst du den zweiten Ball erobern? Nein, da muss ja der Schiedsrichterin vorbeilaufen. Lebe rennt zu einer Vorwärtsbewegung. Macht das Spiel breit. Ja. Hummel. Aber der ist zu leicht. Ist zu lang für ihn, der ist viel zu lang. Man meinte, Hummel könnte vielleicht in die Luft fliegen und ihn da runterholen, aber er hat nur den Namen geerbt. Reuter sagt hier von Schritter, wirf du mal. Ich mag nicht mehr. Während das Spiel jetzt freigegeben ist, ja. Keine weiteren Wechsel beim FSV. Gütschl, sehr gut. Alf Gütschl ist ja tatsächlich unheimlich stark, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht, ne? Das ist Ballannahme, Ballverteidigung. Ja, generell sehr körperlich präsent, ne? Präsenter Spieler. Läuft durch zur Reule, noch gute 5 Minuten. Das ist halt immer die gefährlichste Zeit im Spiel, gerade wenn du mit einem Tor führst. Ja, die letzten 5 bis 10 Minuten. Ja. Sadler. Ja, schüttelt sich auf die rechte Seite raus. Ja, ich wollte gerade sagen, ganz selten plumpes Foulspiel. Das war auch die Schiedsrichterin so. Und nochmal Zeit geschenkt für den FSV. Was glaubst du, wie lange nachgespielt wird? 2 Minuten? Ich denk mal mindestens 3 Minuten. Okay. Vor allem jetzt gerade auch mit den Krämpfen. Ja, ja, die waren noch. Deswegen 3-4 Minuten, denke ich schon. Azak köpft den in so eine Grauzone. Gehring muss ihn da erstmal abholen. Sadler. Sehr stark, sehr Simon. Lüders hier mit dem langen Bein dazwischen. Ist auch mal schwer von der Bank zu kommen, oder? Also ich meine, gut, du als Außenspieler hast den Vorteil, du bist dann meistens frischer, spielst gegen Außenverteidiger, die ein bisschen müder sind, aber wenn du so 6 spielst, jetzt der Sommer. Spiel kommen. Oder so, sehr guter Ball, also. Also hier auf Franjic. In der Mitte sind Gütschlü und Sommer. Franjic. Und das ist halt zu plump. Es ist ja, halt zu wenig. Ich glaube, dem geht so langsam die Luft aus. Ja. Ich meine, sie sind ja auch schon 88 gespielt. Ja. Leverenz gegen Reuter. Ein Unterschied von 20 Kilo zwischen den beiden. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Tomic. Gottwald ist ja nicht dazwischen, aber Tomic wird. Das ist ein Foul von Simon, ja. Ja, aber der gar nicht in die Situation gebracht werden darf, der eigentlich zu faulen. Ja, ist, ne? Also ist zu schlampig, wie der den Ball verloren hat. Du darfst den Ball dort nicht verlieren. Ist das eine gute Freistoßsituation? Auf die Frage habe ich gewartet. Ja, tut leid, eh. Ne, die Position ist gut. Die ist sehr super. Gut. Hat er es in beiden, Leverenz, glaubst du? Direkt auf der hat ein paar gute Diagos gespielt, ich glaube schon. Ja. Aber in so einer Situation das jetzt direkt zu probieren, ist natürlich auch sehr riskant, wenn du 8 Spieler vorne hast. Ja, ja. Beim FSV wird jetzt gewechselt, ein Dreierwechsel. Und sehen wir Budenski, Karahan und Savane. Und vom Platz gehen Reuter, Franjic, Kelati. Franjic einfach Tank leer. Reuter, Tank leer. Kelati, Tank leer. Kommen 2 defensive Kräfte dafür ins Spiel. Budenski und Savane und Karahan, der vorne vielleicht nochmal für Entlastung sorgen soll. Jetzt spielen sie Mann gegen Mann, da muss die Zuteilung stimmen. Wobei ich glaube, der macht es direkt. Ich glaube es nicht auch. So wie er zum Ball steht. Leverenz mit dem rechten Fuß.
direkt aufs Tor. Daniel Endres hat ihn. Und damit bricht die letzte Minute der regulären Spielzeit an. Der FSV Frankfurt führt hier mit einem Tor Vorsprung mit 2:1 gegen Sonnenhof Groß Asbach. Savané übernimmt die Rechtsverteidigerposition. Udenski spielt auf der 6 oder auf der 8 oder wo er gerade gebraucht wird. Sehr gut, Männer. Sommer erobert den Ball mit Zusammenspiel mit Karahan. Sommer. Zur Außenlinie, genau so. Und jetzt Tempo raus. Williams nimmt auch Tempo Eggers raus. Gut so, Männer. Hinten raus. Die Asbacher müssen jetzt nach vorne rausschieben. Podenski. Sommer. Karan muss sich da mehr anbieten. Lüders bietet sich auf der linken Seite an. Kriegt den Ball. Wird gestellt von Gehring. Hat die Schiedsrichterin was angezeigt, was du nachspielzeitmäßig gesehen hast? Nee, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Kein Foul, das ist so einfach. Du darfst den Ball nicht verlieren. Gütschnü jetzt mit dem Foul. Ob, das ist kein Foul. Das ist kein Foul. Podenski jetzt im Handgemenge hier. Schiedsrichter Michel muss sich hier durchsetzen. Ich frage nochmal kurz. Erstmal gibt es Geld für Gütschnü. Schiedsrichter, nicht die Fans sind jetzt hier aufgebracht natürlich, weil die den. 3 Minuten Nachspielzeit. 3 Minuten, dankeschön. Davon ist auch schon die erste halbe Minute rum. Schiedsrichter hat jetzt hier sich alles notiert, was passiert ist. Reule, kommt mit nach vorne. Leverenz wird den Ball jetzt lang nach vorne schlagen. Der ist jetzt unterwegs. Der kommt in die Mitte. Also er köpft den ersten Ball raus. Savané den zweiten. Gottwald den dritten. Gütschlö hat ihn auf der linken Seite. Gut, der kann nicht über 80 Meter schießen. So viel Bein hat er nicht mehr. Stark. Aber er macht das sehr stark und holt den Einwurf von der FSV raus. Gute anderthalb Minuten noch zu spielen. Kann der FSV diesen Sieg über die Zeit retten? Gütschlö. Lüders. Einwurf für die Kronen. Das ist Hummel. Tomic. Gehring. Von Schrötter. Kein Foulspiel von Schrötter hier. Gäste sehen das anders. Von Schrötter klärt den Ball zur Ecke. Gehring kann da so lange diskutieren, wie er möchte. So, nochmal gefährlich. Gib nochmal Ecke von rechts. Leverenz. Da sehen wir auch Reule in Neongelb, wie ein Textmarker gekleidet, am Elfmeterpunkt stehen. Hier jetzt nochmal Gerede und Gesprächsbedarf im 16-Meter-Raum. Während die Zeit langsam aber sicher der 3-Minuten-Marke entgegeneilt, Leverenz nur mit dem Ball. Großes Getöse im 5-Meter-Raum. Der läuft jetzt aber durch. Läuft zurück auf Brendle. Karan versucht ihn zu stellen. Brendle schlägt ihn wieder rein. Gütschel schlägt ihn wieder raus. Asper spielt zurück. Reule ist zurückgeeilt. Nimmt den Ball jetzt in der Mitte auf. Gegen Budenski. FSV muss jetzt einen Zugriff nochmal hier kriegen. Azuak. Ah, Hummel. Weit drüber. Oh. Oh. Es gibt Abschlag. Diese Nerven, ich sag's dir. Meine Nerven. Wahnsinn. Endres legt sich den Ball zurecht. So, die Nachspielzeit ist abgelaufen. Jetzt müssen sie eigentlich abpfeifen. Gut, es gab in der Nachspielzeit auch nochmal so ein, zwei Situationen, die wirklich nochmal Zeit gefressen haben, ne? Also ich schaut schon auf die Uhr. Haben noch keine Pfeife im Mund. Ach, das ist halt. Also der Kütschle wird ja sehr von hinten umarmt. Lüders, Azuak. Also das ist viel zu easy, das ist viel zu einfach. Gehring. Dafür kriegt den Ball zumindest noch auf außen gedrückt. Und Schrötter mit dem Kopfball raus. Und jetzt schlag ihn einfach weg.
Das ist ein seltener Männer, Männer. Also Karahan mit einem, mit, wirklich, das, das war... Das dumm, das einfach dumm, ja. Anders kann man einfach dumm. Es gibt noch... Aber da stehen zwei Männer zum Ball, Sommer und Bakker. Ja. Nimm du, ich hab ihn, weißt du? Ja. Geh doch einfach mal rein. Und da muss der eine quasi den Tritt... mit dem Kopf dahin gehen, nicht mit dem Fuß. Ja. Ekelhafte Situation jetzt. Er tritt ihn effektiv um, ne? Leverenz. Brendle ist der letzte Spieler, der hinter ihm steht. Alle anderen Reule auch schon wieder im 16-Meter-Raum gelandet. Ist auch die letzte Situation. Ja. Hier wird sich das Spiel entscheiden. Henry stellt nochmal die Mauer nach. Und Leverenz will direkt drauf schießen. Rechtsrand vorbei! Und der FSV Frankfurt gewinnt dieses Spiel! Oh. Das ist das Ende des Spiels. Daniel Hendriss liegt auf dem Rücken im 5-Meter-Raum und sagt, ich habe keine Lust mehr. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Aber jetzt stehe ich auf und denke mir, jawohl, dieses Spiel haben wir heute hier 2-1 gewonnen. Ein Spiel für die Nerven, was sagst du? Ja, die letzten Minuten unnötig eigentlich. Unnötig für die Nerven. Weil man einfach, wenn du so führst und du weißt ganz genau, der Gegner muss viel rennen, der Gegner muss viel machen, dann musst du halt mit einer Präzision dagegen setzen. Ne? Da müssen deine Pässe sitzen, müssen deine Laufwege sitzen. Und damit du selber den Ball lange halten kannst, ne? Ja, ich sag mal so, je länger das Spiel dauert, desto schwerer wird es. Aber nichtsdestotrotz, einige Situationen zu dumm ausgespielt. Und das Foul am Ende ist natürlich das i-Tüpfelchen gewesen. Das ist richtig. Hast du ein Fazit zum Spiel, mein Lieber? Ich sag, verdienter Sieg auf jeden Fall. Wenn man das Spiel komplett betrachtet. Hätte aber auch höher ausfallen können. Und ich sag mal so, relativ wenig zugelassen. Ich meine, klar, am Ende ein bisschen gewackelt, aber keine klare Chance für den Gegner jetzt zugelassen. Ja, bis auf die... Also man hat sie halt zur Standardsituation eingeladen, eine davon ging halt rein. Man hat in der ersten Halbzeit eine gute Szene von Hummel gesehen, wo er mit dem Kopf, wenn er den richtig aufs Tor bringt, ja, genau, machen kann. Beim FSV haben mir teilweise die Präzision gefehlt. Aber ein Sieg ist ein Sieg, ist ein Sieg, ist ein Sieg. Ja, aber du kannst 4-1 gewinnen, ja, wenn nicht sogar 5-1, wenn du halt einige Konter einfach besser zu Ende spielst und vorm Tor ein bisschen kaltschnäuziger bist. Ja. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es im Spiel hier auch nicht zu sagen, dass der FSV hier mit 2-1 gewonnen hat. Wir schauen nochmal kurz auf die nächsten Wochen. Der FSV spielt jetzt am kommenden Dienstag um 19 Uhr auswärts bei Stuttgart Römisch 2. Und hat danach das Wochenende spielfrei, was ja durch die 19er Liga entsteht. Wir sind nächsten Spieltag, also übernächsten Spieltag haben wir spielfrei und spielen dann hier zu Hause gegen Homburg. Gegen Homburg, genau. Gegen meinen alten Club, ja. Richtig. Während die Gäste empfangen die Homburger nämlich als nächstes am Mittwoch um 19 Uhr. Wir wünschen dabei viel Erfolg. Gut, gibt's noch was du sagen möchtest? Ne, hat mich gefreut. Danke für die Einladung. Ja, wir bedanken uns herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mit uns zu kommentieren. Ich werde beim Spiel gegen Homburg nicht da sein. Vermutlich wird Mika dann hier den Platz wieder einnehmen von mir. Während der FSV unten, ich glaube, jetzt nochmal einen Kreis bilden nach dem Spiel, nach dem Sieg. Wäre deine Chance, jetzt noch nach unten zu eilen? Ja, ich gehe mal runter. Ich verabschiede mich. Geh doch mal runter. Ich moderiere hier nur in Ruhe ab. Meine Damen und Herren, das war Ihab Dawisch. Vielen herzlichen Dank. Hier sehen wir auch nochmal hier groß im Bild Michael Görner, der heute ein Lächeln auf dem Gesicht hatte, denn der FSV Frankfurt konnte dieses Spiel mit 2-1 gewinnen. Werden wir euch noch kurz über die Endstände auf den anderen Plätzen informieren. Waldorf Mainz war 0-2, Kassel schlug Schott Mainz 2-0, Koblenz schlägt den Balinger SC mit 1-0 und Elversberg und Gießen trennen sich 1-1 unentschieden. Hier geht jetzt die Mannschaft nochmal an der Südtribüne vorbei. Holt sich hier jetzt nochmal den Applaus ab der Fans, die noch nicht nach Hause gegangen sind, um die U-Bahn schnell zu erreichen. Ja, und somit gewinnt der FSV durch die Tore von Gütschlü und Gottwald. Müller konnte noch den Anschluss erzielen, hat aber nicht mehr gereicht für die Gäste, die sich jetzt auch im E-Block hier vor ihren Fans nochmal abklatschen lassen.
Haben wir nochmal die Highlights im, haben wir nicht. Wir haben nicht die Highlights so zusammengeschnitten. Ihr müsst euch die Highlights später nochmal anschauen. Und zwar auf unserem YouTube-Kanal Schwarz-Blau TV. Da findet ihr das Real Life dieses Spiel, sowie viele andere lustige Videos auch. Oder viele andere Spiele. Ich empfehle nochmal Mirko Mika mit Chilo und Abdi kommentieren. FSV gegen Ulm. Ja, ein Highlight. Kann man sich auch. Kann man anstatt Weihnachten, kann man das gucken, anstatt Stäb langsam. Ne? Oder drei Haselnüsse für irgendwen. So, in diesem Sinne, wie gesagt, wir gehen jetzt in ein Auswärtsspiel englische Woche, Stuttgart 2, dann spielfrei durch die 19er Liga bedingt und dann Heimspiel gegen Homburg. Da könnt ihr dann wieder hier vorbeischauen. Das ist in 2 Wochen am Freitag allerdings, das Spiel um 19 Uhr. In diesem Sinne ist, glaube ich, jetzt alles gesagt von hier oben. Wir verabschieden uns an dieser Stelle hier vom ganzen Medienteam von Schwarz-Blau TV. Weisen noch darauf hin, dass es den Social-Media-Kanälen zu folgen für weitere Infos oder Videos oder wie auch immer. Wir verabschieden uns. Macht's gut, bleibt gesund. Passt auf euch auf und wir sehen uns hier wieder zum Kracher gegen die Kickers von meiner Seite und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, beim Spiel gegen Homburg dann einzuschalten. In diesem Sinne, macht's gut, Servus und bye bye.